Ja, wunderbar. Ja, herzlich willkommen zu der Diskussionsrunde Energiefrühling. Wie werden wir uns in Zukunft mit Energie versorgen? Das ist ja hier eine Konferenz, die sagt, Leute, wir können es schaffen. Es ist eine große Herausforderung, aber mit vor allen Dingen auch technologischen Innovationen und mit viel Forschergeist sind die Herausforderungen auch zu bewältigen. Und wenn man von diesen ganz verschiedenen Themen, die hier auf der Konferenz dort angesprochen werden, sich das anschaut, dann muss man ja sagen, dass wir im Bereich Energie wahrscheinlich schon am weitesten auf dem Weg vorangeschritten sind. Wir spüren diesen Wandel ja schon. Wir sehen die neuen Technologien in den letzten 10 Jahren vor Ort, im wahrsten Sinne aus dem Boden sprießen, auf den Dächern wachsen, und dergleichen mehr. Und wir haben jetzt ja schon auch ein Stück der Energiewende schon vollzogen. Wir sind ja nicht mal am Anfang, wo diese ganzen neuen Technologien noch Nischentechnologien waren. Und viele sagten, never, wie war hieß der erste Grovian, ne? Diese erste Windanlage, die, glaube ich, von RWE gebaut, oder von E.ON? Von E.ON. Dann haben wir den richtigen hier sitzen. Von E.ON gebaut wurde als Beweis, dass das alles überhaupt nicht funktionieren kann. Das war damals für damalige Verhältnisse eine Riesenanlage. Man hat dann kleiner angefangen, aber inzwischen ist man in der Größenordnung lange angelangt. Also hier haben wir ein Beispiel dessen, dass wir mit der Energiewende schon mitten in dieser Entwicklung sind, mitten in einem Pfad der technologischen Erneuerung. Man muss aber auch sagen, das ist eine Operation am offenen Herzen der Industriegesellschaft. Gerade eine hochentwickelte Industriegesellschaft ist auf Versorgungssicherheit, auf ständige Verfügbarkeit und zwar von sehr viel Energie auch angewiesen. Und deswegen ist das natürlich auch nicht nur eine Frage, welche Technologien haben wir, sondern wie kriegen wir diese Versorgungssicherheit hergestellt, auch mit fluktuierenden Energien, die kennen diese Fragen und wie ist das Ganze auch letztendlich natürlich bezahlbar? Und nicht zuletzt, dieser Wandel ist ja also unsere Technologiefreaks kriegen natürlich immer sofort glänzende Augen, aber der Wandel ist natürlich auch mit Veränderungen zum Beispiel des Landschaftsbildes verbunden oder mit Nutzung auch der landwirtschaftlichen Fläche, Stichwort Vermeißung, oder eben auch mit anderen Dingen, wo man sagen muss, wird eben auch von der Bevölkerung, muss auch mitgetragen werden, diese Veränderung des Landschaftsbildes, die notwendig ist. All das wollen wir hier diskutieren in sehr spannender Runde. Wir haben zwei Unternehmensvertreter hier, einen von E.ON, Herr Dr. Keusen, und einen von Herrn Kesselboom von der HSE. Das ist der, wir haben gerade darüber geredet, einer der größten Ökostromanbieter, also zwei Unternehmensvertreter, dann natürlich Bärbel Höhn, Ihnen allen bekannt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, die seit gefühlten 100 Jahren in diesen Themenbereichen, natürlich siehst du viel jünger aus, aber in diesen Themenbereich unterwegs ist als Ministerin, als Abgeordnete im Landtags- und jetzt im Bundestagsparlament. Und wir haben Uwe Lepprich, Dr. Uwe Lepprich, von der Universität Saarbrücken und auch Ihnen wahrscheinlich sehr bekannter Wissenschaftler, der in diesem Bereich zu allen Themen sehr hochqualifiziert was zu sagen hat. Also ich freue mich da auf eine spannende Diskussion. Steigen wir mal ein mit der Frage, wo wir eigentlich stehen. Ist das Glas ein Drittel voll, halb voll, ganz voll? Sind wir jetzt in einer schwierigen Situation, einer schwierigen Phase, wo es auch schiefgehen kann? Oder ist das jetzt eigentlich nur ein ausgetretener Pfad, auf dem wir weiterlatschen müssen und es geht alles seinen Gang? Also wo stehen wir? Vielleicht fangen wir mit den beiden aus der Praxis an, wenn ihr einverstanden seid. Dann Bärbel und zum Schluss der Wissenschaftler, der nochmal alles gerade zieht. Ja? Einverstanden? Fangen Sie an, Herr Dr. Keusen. Ja. Genau, liegen die Mikrofon Mikrofone bei Ihnen vor der funktioniert. Tür. Ja, vielen Dank, Frau Hustedt. Vielleicht zwei Worte ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Urban Keusen, ich arbeite für das Unternehmen E.ON, bin von der Ausbildung her Physiker und bin bei E.ON, für den E.ON-Konzern, verantwortlich für das, was wir Technologie und Innovation nennen, für alle Themen im gesamten Konzern, die sich um Dinge kümmern, die heute noch kein
Geld verdienen, aber dann hoffentlich morgen oder vielleicht heute noch nicht reif sind, dass wir sie einsetzen können. Und da beschäftige ich mich eben mit allen Fragen. Das beginnt bei Kraftwerken, das geht über Smart Grids, das geht über Lösungen, die für Kunden sind. Wir hatten vorhin das Thema der steuerbaren Heizung in Häusern gehört, über erneuerbare Energien, also die gesamte inhaltliche Palette ist das, was dann bei mir mit auf dem Schreibtisch landet. Vielleicht so viel einfach nur zur Einordnung. Wo stehen wir bei dem Thema Energiewende? Beim Thema Energiewende stehen wir, glaube ich, mittendrin in der Tat. Es ist sehr viel passiert. Wenn ich mir überlege, was sind die Treiber dafür, dass so viel passiert sind, das sind im Grunde genommen drei Treiber. Und das ist jetzt keine Priorisierung der Reihenfolge. Es ist getrieben zum einen durch Politik und Regulierung. Wir haben mit dem Ziel Klimaschutz viele regulatorische, gesetzliche Vorhaben auf den Weg gebracht, beispielsweise erneuerbare Energiengesetz, um den Ausbau von Wind und Sonne bei uns zu fördern. Wir sind heute als Deutschland die Nummer eins weltweit bei der Installation von Photovoltaik beispielsweise. Das Zweite, was es treibt, das sind die Kunden, das sind wir alle. Wir beschäftigen uns viel mehr mit dem Thema Energie als in der Vergangenheit. Wir legen Wert darauf, auf die Frage, wo kommt der Strom her, wer produziert den, wie viel verbrauche ich. Also der Kunde treibt viele dieser Entwicklungen, ist auch bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen, um diese Veränderung mitzutragen. Und das Dritte, was es treibt, ist die Technologie. Wir können heute praktisch Strom aus Gas erzeugen, nicht mehr nur in großen Kraftwerken. Sie wissen, das war gerade in der Presse, dass wir in Irsching das Gaskraftwerk betreiben mit der weltweit höchsten Effizienz. Für die Technik unter Ihnen 60% Wirkungsgrad. Wir haben jüngst in eine Firma in den USA investiert, die kann mit dem gleichen Wirkungsgrad den Strom aus Gas im Keller produzieren, mit einer Brennstoffzelle, auch elektrisch 60%. Das heißt, technologisch ist ein gewaltiger Sprung. Wir können praktisch mit neuen Technologien sehr viel kleinteiliger ähnliche Effekte erzielen, wie wir es in der Vergangenheit mit großen Technologien hatten. Der Blick nach vorne sind zwei Themen, die auf der Tagesordnung sind. Das eine ist, wir müssen das technisch lösen, dass wir, Sie sagten gerade, die Energieversorgung stabil bleibt. Ich bin in Summe zuversichtlich, dass uns das technisch gelingt. Es ist herausfordernd, aber wir bekommen das technisch hin. Die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ist, wie sieht das wirtschaftlich aus? Schaffen wir es als Gesellschaft, das auch zu bezahlen? Und ich glaube, hier stehen wir im Wettbewerb als Deutschland mit europäischen Unternehmen und Industrien, aber auch mit anderen, USA und Russland, die einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, die wesentlich komplexere Diskussion ist die, wie schaffen wir es, die Zeit der Entwicklung so zu gestalten, dass es am Ende bezahlbar bleibt und uns nicht wirtschaftlich auf die Füße fällt. Und das sind für mich die beiden Dinge. Technisch müssen wir es lösen, Zuversicht, und wirtschaftlich ist es sicherlich eine Herausforderung. Gut, vielen Dank. Also die Finanzierbarkeit, ist das zu bezahlen? Technisch sehen Sie da nicht so sehr die Probleme. Herr Dr. Kassebohm, wie sehen Sie das? Vielen Dank. Ich würde auch gerne nochmal drauf eingehen. Wir haben eine ganze Menge gemeinsam mit E.ON und noch viel mehr nicht gemeinsam. Gemeinsam ist, dass wir in der Energiewirtschaft tätig sind. Auch wir sind an diesem berühmten, effizientesten Kraftwerk aller Zeiten in Irsching beteiligt, da haben wir Freude und Leid geteilt. Wir sind allerdings ein Unternehmen, was nicht wie E.ON mehrheitlich in privatem ausländischen Besitz ist, sondern wir gehören zu 100% kommunalen Anteilseignern. 93% gehören der Stadt Darmstadt und die Stadt Darmstadt hat auch unsere Unternehmensstrategie geprägt. Wir haben einen Oberbürgermeister, Jochen Partsch, der ist mit fast 3/4 aller Stimmen gewählt worden, ein Grüner, und diese prägende Zeit hat uns auch in den letzten 5 Jahren zu einer Energiewende oder zu einem besonderen Beitrag herbeigeführt. Wir machen etwa 2,3 Milliarden Euro Umsatz, haben 2600 Mitarbeiter und unseren gesamten Umsatz erwirtschaften wir ausschließlich mit im Grunde genommen zwei klaren Produkten, nämlich ausschließlich Ökostrom und ausschließlich Ökogas. Ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie kann Gas, was immer CO2 emittiert, beim Verbrauch eigentlich ökologisch so gestellt werden, dass es null CO2-Emissionen hat. Frau Hochstedt, Sie haben die Frage gestellt, ist das Glas halb voll, dreiviertel voll, leer und so weiter. Und das ist vielleicht genau der richtige Einstieg. Vielleicht auch nämlich die Frage, wie ist eigentlich unser Anspruch und wie ist unser Wissen, was unseren Anspruch determiniert. Die Bundesregierung hat im September 2010 das noch immer gültige Energiekonzept aufgestellt. Und dieses Energiekonzept des Jahres 2010 sieht vor, dass im Jahre 2020 18% am Bruttoendenergieverbrauch aus erneuerbaren Energien stammen soll. Jetzt sind wir 3 Jahre weiter und wir haben nicht 18% am Bruttoendenergieverbrauch aus erneuerbaren Energien,
sondern im letzten Jahr schon fast 23% gehabt und dieses Jahr werden es 25% sein. Das heißt, die Ziele von vor 3 Jahren haben wir signifikant bereits überschritten und erreicht. Und ich finde das deswegen ganz interessant, weil wir heute betitelt auf der ersten Seite des Wirtschaftsteils der FAZ ein Journalist einen großen Artikel zum Klimaschutzgesetzentwurf der Grünen. Der Frage, die Grünen wollen noch mehr Belastungen mit ihrem Klimaschutzgesetz den Bürgerinnen und Bürgern auferlegen. Da wird also gesagt, das ist ein Skandal, dass Jürgen Trittin, der das gestern vorgestellt hat, fordert, Mensch, jetzt müssten also die Klimaschutzziele ehrgeiziger sein. Das ist insofern ganz interessant, weil ich natürlich mal feststelle, dass die FAZ gar nicht weiß, wie das Energiekonzept der Bundesregierung, was noch aktuell gültig ist, aussieht und dass wir die Ziele längst übererfüllt haben, schon nach 3 Jahren und dass im Grunde genommen die Situation der Realität uns längst überholt hat. Es ist im Grunde genommen die Frage, wenn wir binnen 3 Jahren schon 7% über dem Ziel sind von 18%, was wir erreichen wollen am erneuerbaren Energienverbrauch, was ist eigentlich das realistische Ziel für 2020? Naja, ja. War eingeschränkt. Die Argumentation ist ja nicht, auch eben ja schon, dass es technisch nicht machbar ist, sondern dass es nicht finanzierbar ist. Also dass jeder Schritt, der jetzt kommt, noch immer teurer wird und dass irgendwann, das ist die Hauptlinie, sage ich jetzt mal, der Gegenargumentation oder der Skeptiker, der Bedenkenträger, die sagen, es ist nicht bezahlbar. Sind Sie der Meinung, das ist eine Ablenkungsmanöver oder sind Sie der Meinung, es wird gar nicht so teuer oder sind Sie der Meinung, es wird zwar teuer, aber das lohnt sich zu zahlen? Also Strom ist teuer mit 25 Cent je Kilowattstunde, ist aber auch da wieder die Frage, ist es bezahlbar oder ist es nicht bezahlbar für die Bürgerinnen und Bürger? Wir sind etwa auf demselben Strompreisniveau wie vor 12, 13 Jahren. Also insofern kann man sagen, Strom ist im Grunde genommen unterm Strich sogar billiger geworden, wenn Sie die Inflation rausrechnen würden. Und wenn Sie den Anteil der Staatsquote rausrechnen würden, dann ist Strom sogar 30% billiger als noch vor 10, 12 Jahren. Es hat Anfang des Jahres einen großen Aufschrei gegeben, weil die Energieversorger durch diese sogenannte EEG-Umlage im Schnitt 12% die Preise angehoben haben. Das heißt also etwa 2-3% ist es teurer geworden. Es wird diesen Aufschrei wiedergeben, weil ich annehmen werde, dass im Januar, Februar kommenden Jahres wiederum eine nicht ganz so große, aber ähnliche Strompreiserhöhung von vielleicht 8-9% in der Bundesrepublik kommen wird, weil der EEG-Zuwachs einfach fortschreitet. Jetzt ist die Frage, ist das ein teurer Strompreis oder nicht? Und schaut man da über die Grenzen, europaweit oder international, dann kann man sagen, das ist eigentlich immer noch ein Preisniveau, was in etwa auf einem durchschnittlichen Niveau der Industrienationen dieser Welt liegt. Insofern würde ich sagen, trotz dieser ganzen Energiewende ist es nicht viel teurer als irgendwo anders und ist beherrschbar. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass es für einen Bürger schon eine ganze Menge ausmacht, wenn er 50 oder 80 Euro im Monat oder im Jahr mehr an Strom zahlen würde. Und das wird im nächsten Jahr wahrscheinlich auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen. Gut, vielen Dank. Bärbel, wo stehen wir mit der Energiewende? Was ist deine Einschätzung und vielleicht auch schon mal zu diesem Hauptkampffeld, was darf es eigentlich kosten? Ja, vielleicht sage ich nur ganz kurz was zu meiner Person, nicht zu den geführten 100 Jahren, das will ich Ihnen nicht zumuten, aber vielleicht zu den letzten beiden politischen Stationen. Ich war 10 Jahre lang Umwelt- und Landwirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen und das war eigentlich ganz wichtig, weil die Energiewende sich ja gerade im ländlichen Raum abspielt. Also da Agrar und Umwelt zusammen zu haben, war eine sehr gute Kombination. Und ich bin seit 2005 hier im Bundestag und seit 2006 eben auch für diesen Bereich Energie zuständig. Und seitdem ist es auch so, dass das ungefähr 80% meiner Arbeitszeit ausmacht. Also ich habe noch immer noch die Landwirtschaft und so andere Themen, aber Hauptschwerpunkt ist eben Energie. So, also von daher in der Tat habe ich mich da in den letzten Jahren extrem viel mit beschäftigt. Und ich glaube, die Frage ist sozusagen, wie weit sind wir in der Energiewende, ist auch die Frage, wie definieren wir Energiewende? Die meisten verstehen darunter ja nur Ausstieg aus der Atomkraft und Einstieg in die Erneuerbaren. Aber das ist ja nicht die Energiewende, sondern das ist Strom. Das ist ein Teil der Stromproduktion. Wir müssen aber die Wärme genauso mitdenken und wir müssen den Verkehr genauso mitdenken und wir müssen die Energieeffizienz genauso mitdenken, wenn wir wirklich die Energiewende nach vorne bringen wollen. Und da sind wir eben unterschiedlich weit. Also beim
an Strom haben wir aus meiner Sicht, und die Dynamik ist im Wesentlichen beruht darauf, also sind wir sehr weit mit den 25% Strom, also am Ende waren es ja nur 23% am Ende des Jahres, aber im ersten Halbjahr waren es ja sogar 25% des Stroms aus Erneuerbaren, sind wir extrem weit gekommen, viel weiter als wir selber gedacht haben. Wir hatten ja für 2010 12,5% vorgesehen und dann waren wir bei 2012 schon bei 25%. Und die Dynamik ist gekommen, glaube ich, dadurch, dass wir die Stromproduktion in die Hand der Bevölkerung gelegt haben. Das ist nicht nur eine energiepolitische Frage, sondern eine demokratiepolitische Frage, dass wir nämlich jedem Bürger die Möglichkeit gegeben haben, sich zu engagieren und dort mit zu beteiligen. An Bürgerkraftanlagen sogar mit minimalen Beträgen. Und das hat eine unglaubliche Dynamik ausgelöst, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. So, und das ist zu sagen, wir wollen von den vier großen Monopolen, also vier große Unternehmen, die so ein Monopol gebildet haben, weg, Energieproduktion in Bürgerhand. Ja, das ist, ist unglaublich, also viel, viel mehr, als sich viele Leute gedacht haben. Also da sind wir sehr weit gekommen. Wir sind allerdings an einem kritischen Punkt, denn wir haben jetzt 25% oder 23% Strom aus Erneuerbaren und wir haben zunehmend die Situation, dass wir jetzt zwei, ich sag mal, verschiedene Energieproduktionen nebeneinander haben, die Erneuerbaren und die Fossilen. Ja? So, und wir müssen im Prinzip jetzt auf den neuen Markt, auf die Erneuerbaren umsteigen. Und das ist natürlich eine Riesenkraftanstrengung, weil auch große Unternehmen, ich freue mich immer sehr, dass wir immer gerade die Mitarbeiter hier sitzen haben, die sich wirklich im neuen Bereich engagieren. Aber in diesen großen Unternehmen engagieren sich ja viele immer noch in den alten Kraftwerken. Und das ist auch eine Machtauseinandersetzung. Und es ist natürlich auch die Frage, wie bezahlen wir die Lücken, die Erneuerbaren ja nicht schließen. Wir haben, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, haben wir einfach Stromlücken, die wir aber nicht zulassen dürfen. Also müssen wir sie füllen mit jetzt fossilem Strom. Da ist halt die Frage, in welcher Form. Wie machen wir das, dass wir aber schon umlenken auf die erneuerbaren Energien? Das ist eine sehr kritische Phase und deshalb, glaube ich, kann es auch noch schiefgehen. Also wenn wirklich in den nächsten 4 Jahren genauso dagegen gearbeitet wird, wie aus meiner Sicht in den letzten, dann kann das Ganze noch richtig gegen den Baum fahren. Da bin ich jetzt auch bei den Preisen. Also wie gesagt, wenn wir die Energie gesamt sehen, dann ist der Hauptkostenfaktor die Wärme, der Verkehr, also der Sprit und erst danach der Strom. So, also, und wenn wir das dann gemeinsam angucken, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten, auch runterzukommen von den Kosten, indem wir eben, da will ich aber gleich noch mal ein bisschen näher, weil das ist zu lang, indem wir da sagen, wie sind die Instrumente für die Menschen, die es sich nicht leisten können? Ja? Mhm. Was haben wir da für Vorschläge? Und da haben wir sehr, sehr viele, weil das natürlich die soziale Frage müssen wir da mitdenken. Wir haben momentan aber eher den Punkt, dass der Bundeswirtschaftsminister aus meiner Sicht die Kosten für einen bestimmten Teil der Akteure hochtreibt, für die Verbraucher und für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und dass sehr viele Unternehmen, die Hälfte des Stroms der Wirtschaft ausgenommen sind von allen möglichen Kosten und damit die Kosten unfair verteilt werden. Diese ausgenommenen Unternehmen haben sogar noch Vorteile von den Erneuerbaren, weil der Börsenstrom dramatisch gesunken ist. Der hat vor 5 Jahren 8 Cent pro Kilowattstunde gekostet und kostet jetzt im Schnitt 4 Cent pro Kilowattstunden. Also ist um die Hälfte gesunken. Und der Preis für diesen Teil der Industrie ist deshalb auch sehr gering. Also hat sich auch in diesen 5 Jahren überhaupt nicht verteuert, ist praktisch auf demselben Niveau geblieben bei ungefähr 10 Cent pro Kilowattstunde. Der Preis für die Verbraucher und die kleinen Unternehmen, der ist eben gestiegen. Und diese unfaire Verteilung, dass die einen sozusagen sogar noch profitieren von den niedrigen Börsenströmen und die anderen einfach nur die Lasten und zwar doppelt zahlen müssen, das muss weg. Weil wenn wir das nicht wegkriegen, dann werden wir die Akzeptanz für die Energiewende verlieren. Okay, also eher eine Frage der Verteilung der Kosten, als dass die Kosten an und für sich ein Problem sind. Uwe Lebrecht, du hast eben, als Bärbe gesagt hat, wir sind schon sehr weit gekommen, aber es kann auch schief gehen, genickt. Warum hast du da genickt? Also wie siehst du das? Wo stehen wir jetzt gerade? Ein schwieriger Punkt? Also ich würde auch erst mit der Energiewende unterteilen in 3 Teilwenden, nämlich zum einen die Verkehrswende, die Wärmewende und die Stromwende. Bei der Verkehrswende, glaube ich, wissen wir noch gar nicht, was das sein soll.
das Ziel, was wir hatten, 1 Million Fahrzeuge im Bereich Elektromobilität bis 2020. Kleine Einschränkung. Wir haben nachher ja nochmal ein Lab zur Mobilität und auch eine Diskussionsrunde zu Verkehr. Also ich würde mir wünschen, dass wir es auf Strom und Wärme, finde ich, begrenzen. Weil das ist ohne Zweifel natürlich ein extra Riesenthema. Ich wollte es auch ganz kurz machen. Okay. Also wie gesagt, da sind wir auch noch nicht angefangen mit der Verkehrswende, würde ich mal sagen. Im Bereich der Wärmewende sieht es auch eher schlecht aus. Wir haben ein paar Hausaufgaben gemacht mit dem Marktanreizprogramm. Wir haben die Steuerabschreibung für Sanierung seit 2 Jahren in der Pipeline. Wäre ja schön, wenn das mal käme. Aber da ist es sehr, sehr stockend, bei weitem nicht die Dynamik des Strombereichs. Stromwende würde ich das Glas durchaus immer noch halb voll sehen. Aber ich würde auch Bärbel Höhn zustimmen, die härtere Phase kommt jetzt. Und da würde ich Ihnen auch widersprechen mit den Zielen. Die Ziele sind andere. Wir haben das Ziel 35% erneuerbare Stromerzeugung in 2020. Herr Altmaier hat es aufgestockt auf 40% in der Logik, weil die Verbrauchsreduktion, die auch in der Matrix drin ist, die schaffen wir nicht. Also insofern gleiches Ziel eigentlich. Ja, aber wir geben zu, Stromverbrauch zu reduzieren ist härter, schaffen wir nicht. Also 40% Erneuerbare im Stromsektor. Wir haben heute 25. Ich würde behaupten, diese erste Phase, die ersten 25%, das war der einfache Teil. Das konnte man in das System noch so mit reinbringen. Da gab es zwar auch teilweise ein bisschen Widerstände, aber die Netze waren auch da und das tat keinem so ganz richtig weh. Die zweite Phase ist die extrem harte Phase. Meiner Ansicht nach, da wird sich entscheiden, ob das System sich insgesamt transformiert. Und seitdem das klar ist, gibt es auch die enormen Widerstände in den letzten Jahren. Und ich würde auch sagen, das, was nach 2020, 2025 kommt, mit neuen Techniken, mit Speichertechnologien und so, ist alles wichtig, alles schön und gut. Aber die entscheidenden Jahre sind die nächsten 5. Ja, dass wir da in Richtung 40% wirklich durchstarten. Und da gibt es massiven Widerstand. Und deswegen, das ist nicht ein Selbstläufer, meiner Ansicht nach, sondern das muss wirklich politisch gewollt werden. Man muss an dem Ziel festhalten. Und es ist schwer, deswegen, weil halt diese Stromkostendiskussion uns ja seit 1-2 Jahren intensiv beschäftigt. Und Schritt für Schritt, ist es eine technologische Herausforderung, ist es eine finanzielle Herausforderung oder eine Herausforderung, dass wir die Akzeptanz halten? Was ist deine Einschätzung? Also Schwerpunkt liegt auf der Akzeptanz und damit auf der politischen Herausforderung. Die Techniken für die 40% haben wir heute schon, da brauchen wir nichts neu erfinden. Ja, das, wovon Herr Keusen sprach, das ist im Grunde nach 2020 wird dann die Sachen relevant oder vielleicht auch nach 2025. Aber die 40% schaffen wir mit den heutigen Technologien, brauchen noch keine großartigen Speicher dazu. Also das ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist die Akzeptanz und die politische Durchsetzbarkeit dieser 40%. Und da spielen die Kosten eine ganz große Rolle. Und wenn man das diskutiert, wird ja immer sehr statisch diskutiert. Wir hatten jetzt die EEG-Umlage und die ist jetzt gestiegen. Und damit ist irgendwie klar, es ist alles viel, viel teurer. Wenn man das Gedankenexperiment umdreht und sagt, was wäre denn, wenn wir sagen, okay, ist alles viel zu teuer, wir stoppen das mal. Wir hören auf mit der Energiewende. Und dann wird alles besser, Fragezeichen. Dann wäre erstmal klar, die EEG-Umlage bleibt in der Höhe, steigt wahrscheinlich noch ein bisschen, wenn die Strompreise an der Börse weiter sinken. Also auch wenn wir es stoppen, das EEG. Und dann wäre klar, wir müssen in den nächsten Jahren mehr fossile Kraftwerke wieder zubauen. Und wenn man sagt, ja, die alte Welt war doch toll, bauen wir wieder Kohlekraftwerke, vielleicht sogar Kernkraftwerke und Gaskraftwerke, aber dann wird es doch auch deutlich teurer, als es heute ist. Und ich meine, das ist ja der Charme der Szenarien, die zeigen, wir haben in den nächsten 20 Jahren beim Systemumbau höhere Kosten. Aber am Ende des Tages ist doch das System, was wir heute anfangen zu bauen, kostengünstiger als eine Fortschreibung des heutigen Systems. Okay, also nicht mit dem Ist-Schon vergleichen, sondern mit dem, was kommen wird, auch in anderen Szenarien und von Ende her denken, dann sind die Kosten akzeptabel, aber sie werden steigen. Herr Dr. Keusen, Sie hatten ja das Thema auch aufgebracht. Können Sie da mitgehen? Ist das aus Ihrer Sicht so einfach? Also ich hatte gesagt, technisch ist es lösbar. Ich würde es jetzt nicht in die Ecke stellen. Technisch ist es kein Problem, das zu lösen. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Beispiele, wenn wir auf Deutschland gucken, wo wir unsere Infrastruktur schon an die Grenze bringen. Immer dort, wenn wir... Ich wollte gerne mal bei diesem finanziellen Punkt bleiben. Okay. Wir können gerne auch noch mal zur Technik zurückkommen, wenn Sie dann ein Problem sehen. Ja. Aber weil das doch ein zentraler Punkt ist, jetzt in der Diskussion, das sollten wir auf jeden Fall intensiv diskutieren. Gut, also zu der finanziellen Frage würde ich sagen, wir als Deutsche können uns das grundsätzlich leisten. Die Frage ist am Ende,
wofür wollen wir unser Geld, was wir haben, aufwenden. Wir haben ja ähnliche Diskussionen im Gesundheitswesen an anderer Stelle. Und wir müssen am Ende gucken, dass wir das Geld, was wir volkswirtschaftlich zur Verfügung haben, irgendwo allokieren. Ist es Energie, ist es Gesundheitswesen, schaffen wir es alles gleichzeitig zu bezahlen? Und da wird dann gerne diskutiert über die Frage, was kann der Endkunde, der Haushalt, vielleicht auch der insgesamt wenig Einkommen hat, kann das bezahlen oder nicht. Das ist eine wichtige Frage, die wir lösen müssen, um auch die gesellschaftliche Akzeptanz zu behalten. Und es gibt die zweite Frage, das ist die letztlich der Industrie. Und Sie sprach hier an, die Frage Verteilung der Lasten. Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Was ist gerecht? Ich werfe mal einen Blick finanziell aus einer ganz anderen Perspektive. Wir haben viele Aktivitäten in den USA laufen. Ich bin also regelmäßig dort. Wenn man dort den Politikern zuhört, haben die jetzt ja das Schiefergas entdeckt. Also das Gas praktisch aus Gesteinsformationen, das jetzt gewonnen werden soll. Wir hatten in Deutschland ja auch gerade die Diskussion, wollen wir das tun oder nicht. Aber unabhängig erstmal von der Frage, wie die Amerikaner das umwelttechnisch einschätzen, die haben entschieden, sie wollen das fördern. Und deren Gas, einfach mal um die Größenordnung zu nennen, kostet die Einheit etwa $5 pro Einheit, während sie bei uns in Europa etwa $15 kostet. Und die Amerikaner setzen vollständig auf diese für sie sehr preiswerte Energie und wird auch ihre Industrie darum ansiedeln. Und deswegen, glaube ich, ist die Frage zu stellen, wie schaffen wir es dann im Wettbewerb, unsere Industrieunternehmen gegen die Amerikaner anzutreten beispielsweise oder gegen die Russen. Die Russen setzen systematisch auf ihre großen Ressourcen an fossilen Energieträgern. Und die Frage zu beantworten, ist nicht einfach. Das reicht es nicht zu gucken, ob praktisch auf unser heutiges Portemonnaie können wir uns das jetzt leisten, die 50 oder 20 Euro mehr, sondern schaffen wir es mittelfristig, dass die Unternehmen, die auf Energiekosten angewiesen sind, im Wettbewerb gegen andere zu positionieren. Und das ist aus meiner Sicht die Herausforderung. Und da würde ich mal sagen, da sieht es durchaus schwierig aus. Ja. Bärbel, das ist ja keine Einzelposition jetzt. Also die EU-Kommission hat neulich auch genau in dieses Horn getutet, hat gesagt, Klimaschutz ist nicht mehr, Emissionshandel brauchen wir nicht. Stattdessen ist, gucken wir in die USA, dort ist die Energie billig, das ist das Ziel. Wollen Sie mir widersprechen jetzt? Nein, ich wollte nur eine Ergänzung machen. Okay, gut, eine Ergänzung. Eine Ergänzung dazu, dass in dem Rahmen dieser finanziellen Diskussion auch die Signale, das war gerade ja Stichwort, richtig gesetzt werden müssen. Sie sprachen gerade an CO2-Preis. Wir haben heute einen CO2-Preis, der sich in der Größenordnung von 4 Euro pro Tonne bewegt. Wir hatten alle gedacht, wir liegen eher so bei 20. Ich weiß, oder 35, je nachdem, was wahr ist. Jedenfalls, Fakt ist, dadurch, dass wir heute CO2 faktisch umsonst haben, ist die Situation, dass die Braunkohlekraftwerke, die den höchsten CO2-Ausstoß haben, laufen, weil einfach die Signale falsch gesetzt sind. Ich glaube, egal welches System man will, das war mit Sicherheit nicht das Ziel an der Stelle. Und deswegen müssen wir eben auch in dem System die finanziellen Anreize so setzen, dass Effizienz belohnt wird. Da können wir, das schreibe ich mir mal auf als Merkposten, da können wir gleich mal drüber reden, wie kriegen wir den Emissionshandel wieder in Schwung, was, glaube ich, sehr wichtig wäre, wenn sogar Sie das einfordern, da sind wir uns einig, aber im Augenblick ja noch weit entfernt. Aber lass uns noch mal kurz bei der Finanzfrage bleiben. Also ich habe gesagt, die EU-Kommission hat da auch einen Schwenk vollzogen. Ich weiß nicht, bestimmt nicht 100%, es wird auch Gegenstimmen geben, aber erstmal öffentlich. Die Verbraucherinitiativen waren schon seit Längerem vor zu hohen Preisen. Siemens, Herr Löscher geht dieser Tage raus und sagt, alles viel zu teuer. War er früher jemand, der die Energiewende gestützt hat? Ist diese Finanzfrage jetzt, da weht uns der Wind doch ganz schön von vorn ins Gesicht. Umfragen sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung noch mitgeht. Also, dass die sich von dieser Dauerplay in den Finanzfragen bislang noch nicht gegen die Energiewende aufstellen. Aber wie lange ist das durchhaltbar? Und wie kriegt man diese Diskussion aus der Defensive raus, Bärbel? Ich glaube, wir brauchen eine andere Regierung. Und zwar die das anders anpackt. Ganz einfach, weil aus meiner Sicht ist doch die Situation gewesen, dass diese jetzige Regierung wollte die Laufzeitverlängerung durchsetzen, hat sie durchgesetzt und ist durch Fukushima gezwungen worden, sie wieder zurückzunehmen und wieder in den Atomausstieg reinzugehen. Und in dem Moment, wo das gemacht wurde, waren ganz viele der CDU und auf jeden Fall die gesamte FDP eigentlich dagegen, gegen ihre eigene Abstimmung. Und seitdem macht Rösler systematisch, versucht er, die Preise unfair nach oben zu treiben für bestimmte Akteure.
höre und dafür zu sorgen, dass die Akzeptanz nicht mehr da ist. Wir reden jetzt gerade im Bundestag über die Endlagersuche von Atommüll. Ja? Wer zahlt die eigentlich? Also wenn wir über die Preise reden, dann würde ich ganz gerne auch darüber reden, welche Preise entstehen durch welche Stromproduktion. So, und die Tatsache, dass wir gesagt haben, bei einem erneuerbaren Energiengesetz, das ist ganz transparent. Jeder kann das auf seiner Stromrechnung genau sehen, wie viel das kostet. Ja, das ist eine Tatsache, warum wir da jetzt so hart drüber diskutieren. Aber wir diskutieren, finde ich, zu wenig, die Kosten des Atommülls. Also, weil das rechnet sich überhaupt nicht, wenn wir 50 Jahre Strom aus dem AKW haben und 1 Million Jahre Atommüll. Das sagt Ihnen jeder, dass das nicht wirtschaftlich sein kann. Und wir diskutieren auch zu wenig die Fragen eines, das ist eben angesprochen worden, von Steinkohle und Braunkohle, von diesen CO2-Klimakillern. Weil wir müssen auch was für den Klimaschutz tun. Niklas Stern hat gesagt, das ist nicht bezahlbar, wenn wir immer mehr in den Klimawandel kommen. Und wir sehen es ja. Kann man nicht sagen, jedes Hochwasser ist dadurch bedingt. Aber dass ein Jahrhunderthochwasser jetzt alle 10 Jahre kommt, das haben uns die Klimaforscher vorhergesagt. Die haben gesagt, Extremwetterlagen werden stärker werden, es wird hier feuchter werden. Also alle und die Schäden auch durch den Klimawandel werden steigen. So, das heißt, die Frage ist, an welcher Ebene reden wir über die Kosten? Nun sagen natürlich uns die Wirtschaft, das ist ja alles gut und schön, aber wir sind im direkten Vergleich mit den Unternehmen von woanders und deshalb können wir da jetzt nicht mit argumentieren, dass wir volkswirtschaftlich für andere Sachen auch noch was ausgeben müssen, ja? Für Atommüll und für Klimawandel und die einzelnen Leute ihre Schäden an den Häusern selber zahlen müssen. Da haben wir nichts mit zu tun. Wir sind die Unternehmen, wir stehen in Konkurrenz zu den anderen. So, und aber deshalb, genau deshalb sage ich, es kann auch nicht sein, und da kommen wir schon zum Klimaschutz, Michaele, was die Preise angeht. Ich habe eben gesagt, die Börsenpreise sind von 8 Cent pro Kilowattstunde auf 4 gesackt. Und es gibt 3 Faktoren, warum. Ein Faktor ist, dass die Kohle billiger geworden ist. Und das hat auch was damit zu tun, dass der ganze Markt entspannt ist, Weltmarkt und wegen Gas und so weiter. Aber 2 wichtige andere Faktoren sind, dass die Erneuerbaren immer mehr ihren Strom reindrücken und dass damit der Preis gesenkt wird. Also die erneuerbaren Energien, die reduzieren den Preis an der Börse. Und der zweite Punkt ist, dadurch, dass die Klimazertifikate eben nicht wie die Stahlindustrie, einige von der Stahlindustrie haben gesagt, 2013 kostet das 50 Euro je Tonne, also je Zertifikat. Die meisten haben gesagt 35, die Bundesregierung hat vor 3 Jahren gesagt nur 17 Euro und wir sind de facto bei 3,80 Euro. So. Und der niedrige Zertifikatepreis reduziert auch den Preis an der Börse. So, das heißt, dass wir momentan durchaus sagen könnten, wir können wieder etwas hoch mit dem Börsenpreis. Dieser niedrige Börsenpreis wird übrigens nicht an die Verbraucher weitergegeben. Diese 4 Cent weniger müssten ja bei den Verbrauchern auch irgendwann mal ankommen. Ja? Tun sie aber nicht. Das ist schon die Monopolstruktur, die wir da immer noch haben. Und wir sagen eben mit einem ehrgeizigeren Klimaschutz, mit höheren Zertifikatepreisen. Ich habe ja gestern auch dieses Klimaschutzgesetz mit Jürgen Trittin vorgestellt. Wir haben auch gesagt, wir wollen einen Mindest-CO2-Preis. Der beginnt mit 15 Euro 2015 und steigt jedes Jahr um 1 Euro. Damit würden wir den Börsenpreis leicht wieder anheben, was gerechter wäre. Denn wir haben einen so hohen Anteil an erneuerbaren Energienkosten, am EEG-Kosten, weil die EEG-Kosten errechnen sich gerade aus der Einspeisevergütung minus Börsenpreis. Also wenn die Erneuerbaren den Börsenpreis senken, dann steigt die EEG-Umlage. Je erfolgreicher die Erneuerbaren sind, desto mehr muss man über die EEG-Umlage bezahlen. So. Und dieser Effekt, der führt natürlich dazu, dass wir in ein Dilemma kommen. Deshalb müssen wir diesen positiven Effekt der Erneuerbaren an der Börse müssen wir mindestens den Unternehmen zuschreiben, die vollkommen von den Kosten des Erneuerbaren Energiengesetzes befreit sind. So, also das heißt, faire Kostenverteilung. Wir haben ja momentan, ganz kurz, wir haben die Situation, dass unsere Unternehmen hier besser dastehen als in den Nachbarländern, weil unsere Börsenpreise niedriger sind als in Frankreich und Polen. Und weil deshalb unser billiger Strom darüber geht, deren Kohle- und Atomkraftwerke bedroht und die Schieber einbauen in ihre Leitungen, um möglichst wenig Strom aus Deutschland durchzulassen. Okay, ja. Also der Vorschlag ist, die Grundpreise anzuheben, dadurch wird die EEG-Umlage geringer. Genau.
Wer das nicht versteht, macht nichts, aber es ist so, wenn die Grundpreise steigen, die EEG-Umlage wird geringer. Das heißt, die Energiewende kostet dann weniger, jedenfalls nach außen hin, aber der Verbraucher zahlt natürlich letztendlich in der Summe. Nee, der Verbraucher würde weniger zahlen, weil die EEG-Umlage nicht so hoch wäre und es wäre besser verteilt zwischen den anderen Unternehmen genau, und den also durch die verbesserte Verteilung über den erhöhten Grundpreis. Man könnte 1 bis 2 Cent würde pro Kilowattstunde könnte man umverteilen. Das wäre immer noch gerecht. Das sind ja unsere Vorschläge, okay, die wir gemacht haben. Gut. Und es würde für die Leute ja schon mehr bedeuten, wenn sie nicht 27 Cent zahlen, sondern nur 25. Dann wäre nämlich die Erhöhung, die gekommen ist beim letzten Mal, eigentlich auch schon wieder weg. Aber wir reden ja jetzt hier, vielleicht Uwe nochmal oder auch Herr Kassebohm, wir reden ja jetzt über den Ist-Stand. Ich glaube, wenn wir über den Ist-Stand reden, dann können wir es anders verteilen. Und ich glaube, das ist bislang wirklich noch keine Katastrophe, was das an Mehrkosten kostet. Wir erleben das ja und wir leben alle ganz gut damit. Die Wirtschaft entwickelt sich nach wie vor und auch die Verbraucher können es noch gut zahlen und sind auch bereit, es noch zu zahlen. Die Akzeptanz ist ja noch da. Aber dennoch, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken und auf 40%, 50%, 80% Erneuerbare, auf welchem Preisniveau werden wir uns denn da befinden? Also ist das etwas, was jetzt eher billiger wird, je mehr wir das ansetzen und so weit werden wir uns jetzt von diesem Strompreis nicht entfernen oder verdoppelt oder verdreifacht sich das? Was ist da die Prognose? Also entscheidend ist, dass man Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Das heißt, man muss dann Vollkosten von neuen fossilen Kraftwerken vergleichen mit Vollkosten von Regenerativanlagen. Und da sieht es zurzeit so aus, konkurrenzlos günstig sind Windanlagen an günstigen Standorten. Die kommen mit 5, 6, 7 Cent in Irland mit 4 Cent oder 5 Cent aus. Wir sind bei Kohle in der Größenordnung 7 bis 8 Cent, aber nur bei den niedrigen CO2-Zertifikatspreisen. Bei Gas zwischen 8 und 10 Cent. Und Photovoltaik haben wir im Visier, wenn man den Prognosen glauben kann, wir werden innerhalb der nächsten 5 Jahre auch Richtung 10 Cent marschieren. Das heißt, wir kriegen dort ein Niveau, wo wir sagen, also 10 Cent Vollkosten über alle Anlagen, das ist so der Maßstab. Daran müssen sich alle orientieren. Da ist Offshore noch relativ weit von entfernt. Biomasse wird möglicherweise da auch nie hinkommen, weil die Brennstoffkosten relativ hoch sind. Das heißt, wenn man das vergleichen würde, würde man sagen, naja, der Zubau erneuerbarer Energien ist nicht teurer als der Zubau von fossilen Kraftwerken. Das Problem, was ich sehe, ist auch nicht so sehr die absolute Höhe der EEG-Umlage, sondern die Entwicklung. Dass nämlich vor allen Dingen auch Gewerbeindustriekunden das Gefühl haben, sie können das nicht mehr in den Griff behalten. Sie sehen den Zuwachs in den letzten Jahren, wobei immer auch vorher gesagt wurde, na, so arg wird es nicht kommen, dann kam es doch arg und das wird in die Zukunft extrapoliert. Ne, wir haben jetzt 5,3 Cent, jetzt muggelt man schon nächstes Jahr vielleicht 6 oder 6,5 und wenn man für 3, 4, 5 Jahre jetzt plant, ja, ist die Frage, was setzt man an? Und das produziert, glaube ich, diese Unruhe. Deswegen denke ich, sollte man relativ viele Anstrengungen darauf verwenden, diese unsägliche EEG-Umlage zu ersetzen. Und da gibt es meiner Ansicht nach noch viel zu wenig Gedanken zu. Das ist eingeführt worden ja letztlich mit der Aufgabe der Wälzung in 2009. Und man hat diese Entwicklung an der Strombörse so nicht voraussehen können. Einmal, dass der Merit-Order-Effekt so schnell greift und auf der anderen Seite der Verfall der CO2-Zertifikatspreise. Cool. Nehmen wir uns vielleicht für die gleich nächste Runde, ich wollte Herrn Kassebohm noch abschließend zu dem Thema Finanzen das Wort geben und dann gehen wir mal in diese Richtung, wie muss die Steuerung in der nächsten Zeit eigentlich verändert werden des gesamten Systems. An welchen Hebel muss man in der nächsten Legislaturperiode drehen? Da hast du den Aufschlag gemacht. Aber Sie noch mal zu der Finanzfrage. Sehen Sie das ähnlich wie Uwe Lepricht? Wir haben zwar jetzt einen Aufschub, aber eigentlich... Ja, ich sehe das schon ähnlich. Ähnlich wie Herr Lepprich und auch Frau Höhn das gesagt haben, ich will es nochmal zuspitzen. Im Grunde haben wir 3 redundante Erzeugungsanlagen im Betrieb. Wir haben die sehr stark zunehmenden erneuerbaren Energien. Da sind es ja auch, Sie sprachen das an mit Windkraftparks, das sind ja alles Parks, die auf 20 Jahre kalkuliert werden. Dann haben wir die traditionellen, im Grunde genommen seit Jahrzehnten am Netz befindlichen, längst abgeschriebenen und dadurch sehr preiswerten Kohlekraftwerke. Die machen bei Strom und Braunkohle immer noch einen ganz hohen Anteil unserer Energieversorgung aus, sind extrem günstig, weil abgeschrieben und der Kohlepreis im Weltmarktniveau eben sehr niedrig ist und weil der CO2-Zertifikatepreis völlig in den Keller gegangen ist. Konkurrenzlos günstig gegenwärtig, gerade die alten Dreckschleudern. Und sie haben relativ neue, hochmoderne, hocheffiziente Gaskraftwerke, häufig dann auch noch
mit Kraft-Wärme-Kopplung dabei, deswegen die hohen Effizienzwerte. Das ist auch zum Beispiel dieses Kraftwerk Irsching mit dem extrem hohen Energieeffizienzwert. Nachteil dabei, die sind relativ jung, das heißt, sie haben ökonomisch immer eine Abschreibung drauf, kaufmännisch, Kostenblock. Und sie haben Gaspreise, die eben sind, wie sie sind im Weltmarkt, sie sind teilweise noch monopolistische Gaspreise, wo man eben sagen muss, die sind nicht so günstig im Vergleich wie die Kohlepreise. So, und jetzt haben Sie diese drei sozusagen Kraftwerkstypen, die gegeneinander konkurrieren. Alte Kohlekraftwerke, billig, weil abgeschrieben, Zertifikatepreise im Keller. Moderne, viel effizientere Gaskraftwerke, die sind relativ jung, CO2-arm, aber die wirtschaftliche Lage ist so, dass die im Grunde nicht im Geld sind. Und Sie haben Windkraft, Solar, Biogas wird immer preiswerter, drückt in den Markt rein, hat Vorrang. Das macht die Energiepreise wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch extrem teuer oder sie könnten viel billiger sein, wenn man nicht diese drei Kraftwerkstypen nebeneinander da hätte. Wir haben ja zu viel Erzeugungsanlagen im Markt, das ist ja das Irre. Wir produzieren ja zu viel Strom, wir haben ja zu viele Erzeugungsanlagen. Wenn man weniger Erzeugungsanlagen hätte, müssten wir weniger sozusagen an Geldmitteln vorhalten, um diesen Kraftwerkspark zu betreiben. Jetzt ist also die Kunst der Zukunft, wie schaffen wir es im Grunde genommen, alte Dreckschleudern rauszunehmen und ein bisschen neu ökologisch zu orientieren. Allein das würde im Grunde genommen die Erzeugung wesentlich preiswerter machen, aus volkswirtschaftlicher Sicht, weil wir eben dann nicht mehr diese Kraftwerksredundanz im Markt haben. Gut. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein gutes Mittel, die CO2-Zertifikatepreise hochzunehmen, weil dieses europaweit im Grunde genommen ja auch künstlich geschaffene System, das CO2 billig ist, nur weil das EU-Parlament vor ein paar Wochen gesagt hat, wir verknappen den CO2-Preis nicht. Es hätte auch genauso gut anders ausgehen können. Da wären die Kohlekraftwerke möglicherweise nicht mehr im Geld gegenwärtig. Wenn das so wäre, dann ist meine Prognose, dass es im Grunde genommen sogar eher preiswerter wird, weil eben die Kohlekraftwerke rausgehen. Okay. Und wir dann den Redundanz nicht mehr haben. Damit haben wir einen zweiten Stichwort. Also jetzt gehen wir mal auf die, wo müssen wir regulieren? Es wurde gesagt, die Grundpreise müssen hoch, damit sich das Verhältnis verändert. Die CO2-Preise müssen hoch, damit Braunkohle im Verhältnis zu Gas sich verändert, also Gaskraftwerke eben ökologischer in den Markt kommen, Braunkohle rausgeht oder nicht neu gebaut wird. In der Diskussion ist auch ein neues Marktdesign, wo wir sagen, Flexibilität, flexible Erzeugung muss belohnt werden, auch durch den Preis. Wie machen wir dieses Marktdesign? Wie kommen wir dahin? Und als letztes, mindestens als letztes, als ein Stichwort, wir müssen das EEG grundsätzlich neu denken. Ich glaube, im Augenblick ist da eine Diskussion im Gang, die wirklich die Tabus auch wirklich mal beiseite lässt und sagt, lass uns wirklich ganz neu mal durchdenken, wie wir das System aufstellen. So eine freie Diskussion habe ich lange, also die letzten Jahrzehnte ehrlich gesagt, nicht erlebt. Das birgt Gefahren, aber natürlich auch Chancen. Also was muss geschehen, wenn Sie jetzt Energieminister wären, was würden Sie für die nächsten 4 Jahre als Ihre Hausaufgaben beschreiben? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Frau Höhn das gemeint hat, als sie von der neuen Regierung sprach. aber das können wir in der Beratung mal diskutieren. Also ich möchte jetzt keine breite politische Diskussion über die Frage des Marktdesigns hier beginnen. Das Thema ist so ein bisschen Maschinenfrühling, wie stellen wir uns das künftig vor? Ich würde aber gerne so ein paar Eckpunkte dazu sagen, die, glaube ich, eine Rolle spielen. Wir stellen fest, dass das Energiesystem, und das haben wir eben diskutiert, relativ komplex ist. Wenn wir anfangen, eine Schraube zu drehen, dann passieren manchmal Dinge, die wir uns so nicht vorgestellt haben. Ich glaube, die Tatsache, dass die Braunkohlekraftwerke heute laufen und die effizienten Gaskraftwerke nicht, ist ein so ein Effekt, da haben wir mal an der Schraube gedreht. Es hat offensichtlich nicht so funktioniert, wie wir es gewollt haben. Deswegen persönlich glaube ich, dass es Bereiche gibt, die reguliert werden müssen. Alles, was Infrastruktur angeht, zählt da unzweifelhaft dazu. Das ist letztlich ein Monopol. Da brauchst du eine starke Regulierungsbehörde, die das sortiert. Ansonsten glaube ich persönlich, dass mehr Innovation entsteht im Wettbewerb und dort, wo wir einen Markt haben und nicht, wo wir versuchen, das einzustellen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wo ich glaube, dass es durch das System, was wir eingestellt haben, nicht gut funktioniert. Wenn Sie sich heute in Deutschland eine Photovoltaikanlage auf das Dach schrauben und Sie nehmen an, es gibt kein EEG, wir schaffen das EEG ab, Sie bekommen keinen einzigen Cent garantiert für Ihre Photovoltaikanlage. Dann produzieren Sie Ihren Strom in Deutschland, nicht irgendwo Süditalien, in Deutschland von Ihrem eigenen Dach für etwa 19 Cent, inklusive aller Abschreibungen, allem, was Sie haben. Sie zahlen für den Strom, den Sie aus der Steckdose beziehen, 28.
Also Sie können praktisch heute in Deutschland den Strom auf Ihrem eigenen Dach, den Sie selbst verbrauchen, billiger produzieren, als den, den Sie aus der Steckdose nehmen. Warum ist das so? Das ist zum einen so, weil Photovoltaik dramatisch billiger geworden ist. Kostensenkung 80% in 4 Jahren. Das wird auch noch nicht das Ende sein. Und das Zweite ist es so, dass Sie für den Strom, den Sie selbst von dem Dach nehmen, alle anderen Kosten nicht zahlen, nämlich die gesamten staatlichen Umlagen. Sie zahlen nicht für die Infrastruktur des Netzes und deswegen ist der Strom billiger. Das heißt, wir haben ein System eingestellt, das incentiviert unsere Kunden, ihren eigenen Strom zu produzieren, aber in den Zeiten, wo sie den Strom aus der Steckdose brauchen, sich auf das System, was da ist, zu verlassen. Und das, wenn Sie das weiterdenken, heißt das, immer mehr Bürger bauen sich praktisch die Photovoltaikanlage aufs Dach. Und die letzten 10, die das nicht gemacht haben, müssen dann im Wesentlichen die Netzkosten bezahlen, der Infrastruktur, die da ist. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir haben hier einen Systemfehler angelegt, den wir korrigieren müssen. Okay. Und deswegen glaube ich, das ist ein Beispiel für, wie würden Sie den korrigieren, Herr Minister? Ich würde ihn dadurch korrigieren, dass wir erstens mal alle erneuerbaren Energien, die wir heute über ein EEG komplett aus dem Wettbewerb rausgenommen haben, in ein Marktdesign bringen, das wettbewerblich organisiert ist. Denn wir haben mit letztlich die 25% erneuerbaren Energien, Strom, stehen heute nicht. Das ist aber keine Antwort. Wettbewerblich organisiert heißt, ich baue mir die Photovoltaikanlage aufs Dach, dann stehe ich im Wettbewerb wunderbar da und nutze meinen Eigenstrom. Das ist Wettbewerb, würde ich sagen. Das ist nur ein Teil des Wettbewerbs, weil die zweite Frage stellt sich, wer bezahlt dann am Ende für die Infrastruktur, die da bereitgestellt ist an der Stelle? Ja. Und die Frage, wie wir diese Kosten umlegen. Ich persönlich glaube, dass es aus der technologischen Sicht heraus am Ende auf ein System hinausläuft, wo ich nicht mehr für die Kilowattstunde bezahle, die ich aus dem Netz nehme, sondern technisch gesprochen für das Kilowatt, also praktisch für die Leistung, die ich aus dem Netz nehme. Je dicker das Kabel ist, was ich ins Haus brauche, je mehr muss ich bezahlen. Je dünner das Kabel ist, was ich ins Haus lege, desto weniger muss ich bezahlen. Und ich kann das Kabel dann dünner machen, wenn ich mich in meinem eigenen Haus selbst optimiere. Wenn ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, einen Speicher im Keller habe, vielleicht mein Elektroauto in der Garage und ich das System so manage, dass das Kabel, was ich zur Außenwelt brauche, möglichst dünn ist, dann muss ich wenig zahlen. Genau. Das Kabel richtet sich ja nach dem Moment, wo ich am meisten Energie verbrauche. Richtig. Und letzte Bemerkung dazu, ich meine, so habe ich die Einladung verstanden, wir wollen beim Thema Maschinenfrühling ja auch nicht nur auf die nächste Legislaturperiode gucken, sondern auch ein bisschen, wie es weitergeht. Vielleicht dazu nochmal ein Gedanke und dann gebe ich das Mikrofon zurück. Der Gedanke ist, wenn Sie sich vorstellen, dass der erneuerbaren Energienanteil am Ende bei uns bei 80% oder höher liegt, dann haben wir unsere Stromerzeugung, nicht beim Thema Strom, aus erneuerbaren Energien, die praktisch bei der Erzeugung keine variablen Kosten mehr haben. Das heißt, wenn Sie das Ding einmal investiert haben, zahlen Sie pro Kilowattstunde fast nichts mehr. Und das heißt am Ende, dass wir im Vergleich zur Telekommunikation, ich spreche davon, für den Strom praktisch eine Flatrate haben. Sie zahlen am Ende nicht mehr pro Kilowattstunde, sondern einmal dafür, dass Sie den Strom nehmen. Wenn Sie heute einen Smartphone-Vertrag machen, dann zahlen Sie nicht mehr pro Kilobyte, was Sie übertragen, sondern Sie fragen Bandbreite. Das ist 1 Megabit, 3, wie auch immer. Und das heißt, es geht immer dann in Systemen, wenn Sie keine variablen Kosten mehr haben. Also es ist im Grunde genommen ein kaufmännisch gesprochen wesentlich CAPEX-getriebenes System. Wäre natürlich eine Gefahr für die Energieeinsparung. Das muss man nein, begriffen. Deswegen ist der zweite Satz dazu, das System funktioniert dann und muss kombiniert sein mit der Frage der Energieeffizienz. Genau. Dass ich im Grunde genommen die Systeme, die Gebäude, die Haushalte so einen Anreiz schaffe, dass ich hoch energieeffizient bin, damit ich sagte gerade, das Kabel in mein Haus möglichst dünn machen kann und alle Optimierungsmöglichkeiten, die ich vor Ort habe, vor Ort ausschöpfe und dann anschließend erst auf der nächsten Ebene anfange, die nächste Optimierung zu machen. Okay, das also die Flatrate wäre unterschiedlich teuer, je nachdem. Es gibt nicht eine Flatrate, sondern es gibt, je nachdem, wie optimiert ich bin, effizient ich bin, eine unterschiedlich teuer. Gut, Herr Kassebohm, was denken Sie, was muss geschehen jetzt an dieser doch sehr entscheidenden Energiewendesituation, wie muss die Regulierung in der nächsten Zeit sich verändern? Okay, ich bin mal das Ein-Personen-Bundeskabinett und Bundesrat. Ja, genau. Dann wunderbar. Würde ich 3 Sachen machen. Ja? Ich würde zunächst mal das machen, das, was wir schon angesprochen haben. Ich würde den CO2-Zertifikatepreis so hochtreiben, wie es nur irgendwie geht, weil damit die alten Kohlekraftwerke aus dem Markt getrieben werden, die eh redundant sind. Zweitens, ich würde nicht mehr den Verbrauch von Energie besteuern, sondern ich würde einen Energiesolidarzuschlag machen, bezogen auf die Lohnsteuer. Aktuell ist es so, dass der Verbrauch von Energie besteuert wird. Das heißt, die Hartz-IV-Familie
tut sich wesentlich schwerer mit dem Bezahlen einer teuren Stromrechnung als jemand wie ich. Das sollte man auf die Lohnsteuer umlegen. Es ist ein Vorschlag, der von sehr vielen Unternehmensführern bereits propagiert wird. Drittens, ich würde alles tun, damit kommunale Energieversorger stärker in den Markt positioniert werden. Wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis zum E.ON-Konzern. Gleichwohl muss ich sagen, die kommunalen Energieversorger reden nicht nur darüber, sondern wir machen auch was. Die kommunalen Energieversorger wie die HSE haben in den letzten 5 Jahren doppelt so viel investiert wie ein E.ON-Konzern, bezogen auf den Umsatz in erneuerbare Energien. Und insofern ist es für uns eine große Last, wenn gerade FDP-geführte Wirtschaftsministerien die Gemeindeordnungen dieser Republik so belasten, dass die kommunalen Energieversorgungsunternehmen in ihrer wirtschaftlichen Freiheit massiv eingeschränkt sind, aufs Gemeindegebiet bezogen werden, belastet werden im Verhältnis zu privaten Wettbewerbern. Wir wollen die gleiche unternehmerische Möglichkeit haben, wie das andere auch haben. Das können wir und wir sind viel eher bereit, in dezentrale Energieversorgung vor Ort zu investieren als multinationale Konzerne. Okay. Uwe Lepprich, dir nochmal das Wort. Du hattest EEG angesprochen. Das EEG muss reformiert werden. Die Umlage muss verändert werden. Wie stellst du dir das vor? Ich versetze mich auch mal in die Rolle des Energieministers und sage... Dann kriegt diejenige das Wort, die es vielleicht sogar werden könnte. Genau. Ja. Mein Fixpunkt wäre, die 40% erneuerbare Energie mit der Stromerzeugung zu erreichen. Das würde für mich bedeuten, um Gottes Willen für Wind, Onshore und PV kein Systemwechsel zum 1. Januar oder 1. Juni 2014. Gottes Willen nicht, weil das würde das Ziel massiv gefährden. Wir müssen anpassen, wir müssen auch die Renditen runterbringen bei Wind, Onshore, aber kein Systemwechsel. Das hätte bei mir absolute Priorität. Mit der CO2-Geschichte würde ich nicht so ganz konform gehen, weil ja Brüssel auch noch eine gewisse Rolle spielt und so hoch national den Preis zu setzen. Gleich. Eben hattest du doch davor gesagt, die EEG-Umlage muss verändert werden. Ja. Das ist aber kein Systemwechsel, sondern darunter verstehst du? Es ist ja bekannt, dass wir vom ICES ein System entwickelt haben, wo wir letztlich wieder die Lieferanten in das Spiel bringen wollen, dass die für die Erneuerbaren bezahlen und dadurch letztlich als Kostenblock das erscheint auf der Energierechnung, nicht mehr als EEG-Umlage, was den Charme hätte. Ich hätte diesen Merit-Order-Effekt rausgerechnet und hätte einen neuen Akteur, der die Flexibilitätsoptionen sucht. Aber in der Kontinuität des EEGs sage ich ja nicht, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Ich habe ja gesagt, es ist Wind Onshore und PV. Das ist der Kern, das ist das Zentrum dessen, was wir ins Auge fassen müssen, um das 40%-Ziel zu erreichen. Das kann bedeuten, ja, dass man für die anderen Dinge, die im EEG drin sind, auch andere Lösungen sucht. Wie die Bioenergie zum Beispiel. Zum Beispiel Biomasse, genau. Ja, dass man sagt, das ist von Rationalität her ohnehin Kraft-Wärme-Kopplung. Ja, warum da nicht Gesamtlösungen überlegen, auch zusammen im Abfallbereich, auch zusammen im Landwirtschaftsbereich, ja, um da eine solide Finanzierung hinzukriegen. Das würde EEG-Umlage entlasten kurzfristig. Ja. Wenn ich sage, bei Offshore ist im Grunde eine Veranstaltung, die hohe Risiken in sich birgt, deswegen auch hohe Renditen haben muss, ist nicht kompatibel mit dem Geist des EEG. Deswegen Ausschreibemodell. Deswegen möglicherweise Ausschreibung, ja, okay. Aber ein anderes System. Ja. Das heißt, okay. Diese Art von Zergliederung letztlich der Finanzierungsmechanismen. Sie merken vielleicht, ich versuche immer wieder, ich halte das auch mittlerweile durch, niemals von Förderung zu sprechen, ja, sondern immer von Finanzierung. Es geht darum, wir haben ein Ziel, 40% erneuerbare Energien, die müssen wir finanzieren. Das ist keine Förderung, das ist ein Finanzierungsmodell. EEG ist ein Finanzierungsmodell, Ausschreibung ist eins, was auch immer. Es geht niemals um Förderung, es geht immer um Finanzierung dieser Geschichten. Okay, ja? Gut. Das heißt, das wäre EEG und wie gesagt, das Zweite, was ich machen würde, ist natürlich sehr vermintes Gelände, aber ich halte mittlerweile doch die CO2-Steuer für das bessere Instrument als den CO2-Zertifikatehandel. Also, es ist deswegen vermint. Vor dem Hintergrund, weil die EU-Kommission, ich meine, bis 2015 wird da gar nichts mehr passieren. Ja? Ist schon klar, es wäre sozusagen ein Wunschdenken, da hinzukommen. Mir ist auch klar, dass es viele gibt, die sagen, wunderbar, wollen wir machen, wir schaffen erstmal den Emissionshandel ab und dann machen wir die Steuer und die das öffentlich vorschlagen, bleiben bei dem ersten stehen und sagen, wir schaffen den erstmal ab und dann schauen wir. Das heißt, es gäbe hohe Risiken. Aber wenn ich das garantieren könnte und frei agieren könnte, würde ich sagen, eine CO2-Steuer wäre schon das, was sehr charmant wäre, was uns mehr Steuerungsmöglichkeiten national gäbe und wo wir auch mit dem Mittelaufkommen mal verlässlicher disponieren könnten als beim Emissionshandel.
ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Déjà-vu, wenn ich daran denke. Die Grünen gehen jetzt in den Wahlkampf, sagen CO2-Steuer, kriegen wir einen 5-Marks-Wahlkampf dann. Mit 5 Mark sind die dabei. Wer sich daran erinnert, das war für die Grünen nicht so erfolgreich, mit so einer Steuererhöhung in den Wahlkampf zu gehen. Also wie sehen die Grünen das? Also ich habe ja eben schon gesagt, dass wir gestern unser Klimaschutzgesetz vorgestellt haben und da haben wir einen CO2-Mindestpreis vorgeschlagen und zwar in 2015, also 2014 kriegt man das nicht so schnell hin, aber in 2015 von 15 Euro und das wird dann direkt sozusagen als Differenz, als Steuer erhoben, als Steuer zwischen diesen 15 Euro und dem Zertifikatepreis. So, also insofern hat man dann am Ende seine 15 Euro und das steigt auch jedes Jahr um 1 Euro, was wir aber erreichen wollen ist, dass wir mittelfristig schon eine Lösung wieder auf EU-Ebene bekommen. Also wir haben mit dem Backloading gesehen, auf EU-Ebene funktioniert momentan nichts, was Klimaschutz angeht. Deshalb muss es wieder von den einzelnen Mitgliedern der EU kommen. Großbritannien hat schon einen CO2-Mindestpreis. Die Holländer, die Niederländer haben eine Steuer auf Kohle. Ja, getan, um eben Kohlekraftwerke zu belasten. Und die Franzosen überlegen auch einen CO2-Mindestpreis. Und wenn aus unterschiedlichsten Gründen, ja, also da sind natürlich auch andere Ideen dahinter, aber trotzdem ist die Idee, mit großen Akteuren in der EU dann wieder einen vernünftigen Emissionshandel von diesen Einzelinitiativen der Länder aufzubauen. So, und das würde in der Tat natürlich auch verlässliche Einnahmen wiederbringen, würde dann zum Beispiel, wir wollen darüber hinaus auch noch mehr Geld da reintun, also wir wollen einen Fonds von 3 Milliarden haben, für Energieeinsparmaßnahmen, 2 Milliarden im Wärmebereich, 1 Milliarde im Strombereich. Und das wollen wir mit den Kommunen zusammen genau in den Quartieren machen, wo die Leute wohnen mit geringem Einkommen. Sodass wir sehr gezielt, also mit Stadtwerken zusammen, sodass wir sagen, ihr müsst Energie einsparen. Wie ihr das macht, seid ihr auch frei. Ihr kriegt Investitionsmittel aus diesem Fonds, aber ihr müsst diese Einsparquote erfüllen. Und die Städte haben natürlich auch ein Interesse, weil sie momentan bei den Kosten der Unterbringung sehr viel natürlich auch zahlen müssen. Das heißt, auch die Kommunen würden mehr Luft bekommen in ihren Einnahmen, weil ihre Kosten reduziert würden. Und Leute, die eben auch geringe Einkommen haben, das jetzt noch selber zahlen müssen, würden auch mit entlastet. Also wir wollen das bei der Wärme machen und 1 Milliarde beim Strom. Das kann dann auch das Stadtwerk sich überlegen, wie es das tut. Ne? Aber da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, es zu machen. Also eher wieder auf die untere Ebene, weil wir sagen, auf der unteren Ebene kann man das wirkungsvoller machen. Außerdem wollen wir die KfW-Mittel zur Sanierung von Gebäuden auf 2 Milliarden hochsetzen, sodass wir insgesamt die sind ja jetzt nicht bei 2 Milliarden, 4 Milliarden zusätzlich reinbuttern müssen, um bei der Energieeffizienz was zu erreichen. Also das ist ein wichtiger Punkt, um runterzukommen von den Kosten. Was das EEG angeht, da finde ich viele Vorschläge von Uwe Lipprecht richtig. Wir müssen auf jeden Fall Kosten reduzieren bei Windkraft auf dem Land, weil Windkraft auf dem Land kann das zumindest an küstennahen Standorten viel günstiger, als sie jetzt bekommen. Da ist zu viel Luft drin. Ich glaube aber insbesondere für die beiden großen Gewinner, das EEG, Photovoltaik und Windkraft auf dem Land, ist immer noch das EEG das kostengünstigste Instrument. Und deshalb ist es auch richtig, das beizubehalten. Bei den anderen sehe ich das auch so, gerade bei Windkraft offshore müssen wir in irgendeiner Weise zu einer Streckung kommen. Weil wenn wirklich Ausbauzahlen kommen würden in dieser großen Ordnung, dann laufen uns wirklich die Kosten beim EEG weg. Also man muss sich überlegen, ob man mit denen diskutiert, dass man von den ersten 8 Jahren 19 Cent pro Kilowattstunde eine Mischkalkulation macht zu der anderen Zeit mit 3,5 Cent. Oder man muss sich da eben einfach auch bei den Ausbauraten was überlegen. Ansonsten überfordern wir die Leute und Biomasse muss finde ich, auch raus. Also insofern ist das richtig. Außerdem wollen wir ungefähr 4 bis 8 Milliarden umverteilen, weil wir die als unfair verteilt momentan sehen und hätten damit eben auch momentan eine Entlastung des Marktes. Was wir außerdem auch noch machen müssen, ist eben das neue Marktdesign. So, da ist es ja auch schön von Ihnen eben beschrieben worden, in der Tat, die Erneuerbaren speisen auch zu null Kosten ein. So, das heißt, die sind immer diejenigen, die sofort erstmal reinlaufen in den Markt.
So, und deshalb wird es in die Richtung gehen, dann, wenn die Erneuerbaren nicht da sind, wird es ganz andere Kosten für den Strom geben, den man dann braucht. Also deshalb ist es keine variablen Kosten, es sind Kosten da. Also die sind Aber keine Variablen. Aber das sind ja genau diejenigen, die entscheidend sind, wenn man beim Börsenstrom jetzt darauf überlegt, wird eingespeist oder nicht. Die können es eben kostengünstig machen, weil der Wind eh da ist. Ja, so. Das ist ja auch das Problem der großen Unternehmen, die da plötzlich sehen, ihr ganzes Geschäftsmodell rutscht ihnen im Prinzip ein Stück weg. So, also von daher wird es auch andere Preise geben. Zu den Zeiten, wo eben Wind und Sonne nicht zur Verfügung stehen und wo entsprechend Kapazitäten da sein müssen. So, und wie wir das machen, also Kapazitätsmärkte oder welche Ausschreibungen wir da machen, dass wir diese Lücken kostengünstig füllen, da sind ja momentan mehrere Modelle auf dem Markt. Das ist sehr spannend, weil sich im letzten Jahr da sehr viel getan hat. Die müssen wir mischen. Ich glaube auch, dass wir da eine Lösung finden müssen, die auch auf Akzeptanz stößt. Da wird man Kompromisse machen müssen. Aber wir wollen natürlich auch Versorgungssicherheit. Das ist auch ein entscheidender Punkt und der muss gewährleistet sein. Eine Nachfrage stelle ich noch an Bärbel und dann sind Sie mal dran. Sie sind ja ein sehr fachkundiges Publikum. Sie können dann Fragen stellen oder kurze Bemerkungen auch machen. Bärbel, du hast am Anfang gesagt, ein Motor war die Bürgerbeteiligung. Und ich glaube auch, für die Akzeptanz ist die Frage der Bürgerbeteiligung sehr entscheidend. Also wer ein Photovoltaikdach hat, der ist erstmal doch sehr dauerhaft für die Energiewende. Oder wer sich in der Genossenschaft beteiligt an einem Windpark, der findet das Ganze auch ganz gut. Also wie kommen wir noch stärker auch in der nächsten Phase sozusagen von diesem Passiv, ich finde das ja alles ganz gut, hin dazu, dass die Bürger sich aktiv an der Energiewende beteiligen und mitmachen und ihren Beitrag bringen? Also ich glaube, wir haben einen ganz wichtigen Punkt überschritten und das haben Sie eben auch angesprochen, nämlich den Punkt, also bei der Photovoltaik ist ja auch immer, ja, aber der Zahnarzt in Bayern kann sich das leisten, aber wir hier in den Mietwohnungen, wir müssen für die zahlen. Und dadurch, dass wir mittlerweile bei der Photovoltaik in eine Situation reingekommen sind, dass sich der Strom, der oben produziert wird, eben auch für die Leute unten rechnet, das finde ich, muss man auch auf der anderen Seite nutzen. Also man darf Selbstverbrauch, muss man in irgendeiner Weise auch an den Netzkosten beteiligen. Da gibt es ja auch die Ideen, das über die Netzentgelte zu tun, aber die Idee, eben auch Photovoltaik stärker auf Mietshäuser zu setzen und damit sozusagen eine vollkommen neue Gruppe zu erreichen, der Punkt ist ja jetzt da. Also die Tatsache, dass wir jetzt große Einkaufszentren haben, die einfach ihre Kühlanlagen mit der Photovoltaik oben auf dem Dach kühlen, ohne überhaupt übers EEG zu gehen. Die gehen nicht mehr übers EEG, die machen das einfach so. Das macht natürlich auch deutlich, dass man das stärker auch im Mietbereich machen kann. Und das, finde ich, sollten wir auch fördern. Wir müssen in der Tat darauf achten, dass nicht wirklich die allerletzten, die davon keinen Gebrauch machen können, dann sämtliche Kosten zahlen. Da muss man zu einem fairen Kostenausgleich kommen. Ich meine nicht übers EEG, sondern über die Netzentgelte. Also es geht ungefähr in dieselbe Richtung, was Sie auch gesagt haben. Aber genau die Möglichkeit, die Gruppe zu erweitern, die davon profitiert. An dem Punkt sind wir jetzt durch die gesunkenen Preise bei der Photovoltaik. Gut, dann würde ich jetzt mal dem Publikum das Wort geben. Als erstes sind Sie dran. Gibt es hier irgendwie ein Mikro, der gebracht wird? Gut, und dann ganz kurz vielleicht auch, dass Sie sagen, Ihren Namen und wer Sie sind, das ist auch ganz hilfreich. Da hat sich welche gemeldet. Yes, my name is Richard Rosen. I was a speaker yesterday. I don't know if you were all here, but I wanted to emphasize some of the points I made yesterday that connect directly to this discussion. I'll say from an American point of view or from a global point of view, which is more the point of view I take. A couple of things. Number one, I think you're making the discussion much too complicated. The issues are really much simpler. Germany is taking the lead and decided to take the lead on renewable energy, in my view, for moral reasons, first of all, to be a leader in the world. Okay, if Germany doesn't want to be the leader in the world is sunk, in my opinion. Okay, it's between Germany and China to determine what's going to happen with climate change and other issues. Okay, so whether Germany can, quote, afford it or not is almost besides the point. Okay, of course Germany can. Of
question is more, can China? Okay, but there is no other leadership in the world. So I think you're confusing the issue. Germany has to take the leadership or climate change will get completely out of hand. Even if Germany takes the leadership, right, and goes to 100% renewables in 30 years, it doesn't mean the world will follow, but at least there's the possibility of the rest of the world following. So that's the big point. Okay. That swamps everything else. Number two, I just wanted to correct an error that was stated by Herr Kassebaum about U.S. electricity prices. Okay, they're not the same as Europe. They're one-third the level. That's the problem, right, for the United States. But they're about 10 American cents, not to speak of Euro cents. But that says a lot about the problems in the United States, and we have huge problems, right? We use twice the carbon per person than Europe does, twice. Okay. Now, in terms of the capital intensivity issue, which is very important, yesterday in my talk I stressed, if we want to have a worldwide solution to the renewable energy problem and the efficiency, we have to make the financing available for this transition globally, not at private market returns. Okay, you will never finance a global transition to 100% renewable energy with private market rates of return. It won't happen. The world can't afford it. Rich countries like Germany can't afford it. Poor countries certainly can. As I said, you roughly have to have interest rates around the level of the labor productivity increase of about 2%. In fact, it's only been about 1.5%. So we're talking past each other here. We can argue all we want about the return on this investment and the other thing and how the feed-in tariffs work and all that. It's all irrelevant for the rest of the world. Okay, these are like domestic political details. It doesn't matter until we get the rate of return down for investments, and that means the government basically has to fund most of the investments. They can give the money in loans to private companies, but the investment has to be like at the, you know, 10-year bond rate. Gut. Okay. Vielen Dank. Will jemand direkt was dazu sagen oder machen wir erstmal eine Runde weiter? Gut, dann sind Sie dran. Ist da das Mikro? Kann das da? Ja, ich kann auch laut sagen. Also ich würde mit anderen Worten eigentlich gegen die Emissionshandel sprechen. Und jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also in Deutschland sieht es ganz schön aus mit dem Handel. Dieses Handel treibt nämlich die ganze Energiewende mit Anlagen und auch treibt dazu, dass irgendwann auch diese fossilen Werken auch von dem Markt verschwinden. Aber wir haben auch Länder wie Ukraine zum Beispiel, also ich heiße Evgeny, Entschuldigung, ich habe mich sofort nicht vorgestellt, wo zum Beispiel dieser Abstieg von Fossilen nicht so schnell passieren kann. Ja, und wenn zum Beispiel wir sagen, jetzt müssen wir ganz schnell die Preise für die Emissionen bis in die Decke treiben, dann haben wir so, dass, Entschuldigung, wir verkaufen unsere momentan noch korrupte Regierung verkauft jetzt ganz schnell diese Quoten. Und dann werden wir schon, wenn wir Industrie ganz normal aufbauen möchten, merken wir dann, Entschuldigung, wir können das jetzt nicht. Ja? Und dann fragen wir, okay, was machen wir jetzt? Ja? Und dann sagt Deutschland, Entschuldigung, entweder macht ihr jetzt ganz schnell die Energiewende oder könnt ihr überhaupt dann die Industrie gar nicht leisten. Und wozu treibt das dann die Ukraine, dass wir irgendwie Abkommen mit Russland machen und bauen Atomreaktoren oder das macht, treibt uns zu mehr Abhängigkeit von Gut. Der russischen Gase. Wichtiger Punkt. Also ist das, was wir hier machen, ein Luxus-Ding, ja, was sich ein reiches Industrieland wie Deutschland leisten kann, aber China, Ukraine, andere Länder, die ganz woanders stehen, ist das nicht übertragbar. Aber ich will sagen, ich bin ganz für die Energiewende in der Ukraine. Nur muss es ein bisschen vorsichtiger sein als in Deutschland. Zum Beispiel Deutschland kann sich diese ambitiösen Ziele stellen, ja, und schon absetzen. Aber andere Länder müssen das irgendwie vorsichtiger machen. Weil, ja, Menschen, das kann auch Menschen irgendwie auch aggressiv zu dieser Energiewende auch orientieren, weil sie okay sehen. Entschuldigung, wir haben jetzt also keine Kraftwerke, die uns mit Energie versorgen können. Ja, ich meine, es kann nicht so intensiv in anderen Ländern passieren. Okay. Deswegen, dieser Emissionshandel kann auch in diesen Ländern auch nicht so stattfinden, zum Beispiel wie in Deutschland und in so gut entwickelten Ländern. Gut, also zumindest müsste es langsamer geschehen als in Deutschland. Bärbel, du hattest dich gemeldet dazu.
Ich muss leider auch gleich los zu einer Abstimmung im Bundestag, weil wir gleich eine namentliche Abstimmung haben. Und deshalb muss ich 10 Minuten hier vorher los. Und deshalb will ich auf beide nochmal eingehen. Gucken Sie mal, wenn ich mache viel Vorträge im Ausland. Und natürlich diskutiere ich im Ausland das anders als hier. Aber wenn ich will, dass wir in Deutschland ein Vorbild sind für die Welt und damit am Ende eben auch einen Weg weisen, den die Welt auch gehen kann, dann muss es hier in Deutschland funktionieren. Und wir sind momentan bei der Machtauseinandersetzung, weil mittlerweile unsere großen Energiekonzerne merken, dass wir mit den Erneuerbaren nicht nur bei 5% sind. Ja? Die haben immer gedacht, Erneuerbaren kommen nie über 5%. Jetzt sind wir bei 25%. Das ist ein richtig ernsthafter Konkurrent. Und deshalb sind wir dramatisch in der Machtauseinandersetzung. Und deshalb ist die Frage, wer bekommt die Oberhand? Wir mit den Erneuerbaren oder die großen Energiekonzerne mit ihrem alten Geschäftsmodell? Ja? So, das ist das, was wir jetzt diskutieren. Weil das ist entscheidend, ob wir der Welt präsentieren können, ein großes Industrieland wie Deutschland schafft es und ist damit eben auch Vorbild für die anderen. Ja? So, also deshalb müssen wir, glaube ich, diese internen Diskussionen auch führen, die für Sie jetzt natürlich, da denken Sie, zu Recht, ja, was reden die da? Aber wenn wir das hier nicht schaffen, ja, dann werden Sie sagen, hey, was habt ihr denn da? Was habt ihr denn da in den Sand gesetzt? So eine tolle Idee. So, und die wollen wir nicht in den Sand setzen und deshalb diskutieren wir das mit so viel Werbe, dass wir das hier hinbekommen. So, der andere Punkt ist, kann sich das jedes Land leisten? Und da muss ich sagen, ich glaube, dass Deutschland mit dem Erneuerbaren Energiengesetz für die ganze Welt eine Vorarbeit geleistet hat und auch Kosten übernommen hat. Warum ist unser Erneuerbaren Energiengesetz jetzt so teuer? Warum ist der Strom so teuer? Weil wir in den letzten Jahren einen enormen Zubau, zum Beispiel bei Photovoltaik, hatten bei noch hohen Preisen. Und die müssen wir jetzt 20 Jahre lang bezahlen. Was wir der Welt geschenkt haben, ist mit diesen hohen Preisen, die unsere Verbraucher ja zahlen müssen, eine Technologie, die für alle anderen in der Welt richtig billig geworden ist. Ja? Wenn jemand ein Atomkraftwerk bauen will, in den USA, in Großbritannien hatten sie ja Diskussionen, da seien die großen Konzerne, die diese Atomkraftwerke bauen, wenn wir das machen sollen, dann wollen wir auch eine Einspeisevergütung haben, wie die Erneuerbaren, und die muss 13 Cent oder mehr betragen. Also 13 Cent ist uns eigentlich zu wenig. Unsere Erneuerbaren sind billiger als 13%. Die Windkraft macht das für 6, 7, 8 Cent. Die Photovoltaik ist demnächst, also bei der Freifläche jetzt schon, unter 13 Cent. So, das heißt, warum sind E.ON und RWE in Großbritannien ausgestiegen? Weil die Erneuerbaren das billiger können und weil sie mit ihren Atomkraftwerksangeboten gegen die Erneuerbaren nicht mehr ankommen. Warum bauen viele bei uns keine Kohlekraftwerke mehr? Weil die Erneuerbaren, die Windkraftanlagen das billiger können. Also wir haben der ganzen Welt ein Geschenk übergeben, an dem knacken wir jetzt. Nämlich an den hohen Kosten der letzten Jahre, als noch teuer war und als wir, ich sag mal jetzt auch für die nächsten Jahre noch viel Geld bezahlen müssen. Okay. Ralf, wolltest du direkt dazu was sagen, weil du dich gemeldet hast? Oder? Ja, ich wollte was zur Diskussion sagen. Nee, ich meine zu dieser Diskussion um die Frage, wie teuer ist das, bevor Sie das Wort bekommen. Ja, deswegen habe ich gesagt, dachte, dann kriegst du das noch mit. Ne? Vielen Dank. Dann sind Sie dran. Also so richtig das ist, dass die Energiewende in der Bundesrepublik so ein globales Pilotprojekt ist, ein Referenzprojekt, das mit großem Interesse beobachtet wird. Zu wenig glaube ich, dass wir das einfach im nationalen Alleingang werden zu Ende führen können. Wir sind Teil eines europäischen Binnenmarkts für Strom. Wir sind mit unseren Nachbarn vielfältig verflochten und wir haben eine Ökonomie, die global ausgerichtet ist. Und deshalb glaube ich, dass wir diese internationalen Rahmenbedingungen viel stärker mitdiskutieren müssen, also europäische Energiepolitik angefangen, aber auch die Frage, ob sich gegenwärtig das ganze Umfeld für die Energiewende in der Bundesrepublik verändert, weil wir eine Renaissance von fossilen Energien haben. Das ist eine ziemlich dramatische Frage, nicht nur in den USA, sondern wir haben einen Boom an Kohle gegenwärtig aufgrund des Verfalls der globalen Kohlenpreise. Und was heißt das für unsere Konzeption? Wie antworten wir darauf?
Das Gleiche gilt natürlich für die Kostenfrage. Wir diskutieren jetzt immer so einzelne partikulare Fragen. Was uns fehlt, ist ein Gesamtbild, das nicht nur die unmittelbaren Erzeugungskosten einschließt, sondern die Frage der Infrastruktur. Der Netzausbau, die Frage von Speicher, sagen Technologien, also die Systemkosten diskutiert. Dem müssen wir uns ernsthaft stellen, weil wir werden diese Auseinandersetzung nur gewinnen, wenn wir auch wirtschaftlich bestehen und nicht nur, sagen, klimapolitisch und aus ethischer Verantwortung, wie Richard Rosen das gesagt hat. Und das Dritte, also ich finde, wir könnten uns positiver darauf beziehen, dass wir in Europa ja nicht alleine sind, sondern wir haben schon eine Achse von Ländern, die skandinavischen Länder gehört dazu, Österreich gehört dazu. Und die Frage, wie wir diesen europäischen erneuerbaren Energienverbund ausbauen können und erweitern können, ist meines Erachtens auch eine zentrale für den Erfolg im eigenen Land. Gut, das können wir gerne als Abschlussrunde dann nehmen, aber Sie wollten erstmal zu der anderen Diskussion etwas sagen. Ich wollte zwei Bemerkungen machen. Stopp, wir verabschieden jetzt erstmal Bärbel. Wie gesagt, gestern gab es anscheinend einen kleineren Eklat im Bundestag, jetzt müsst ihr nacharbeiten. Namentliche Abstimmung wird teuer, wenn man nicht da ist. Also vielen Dank erstmal, Bärbel Höhn, dass du heute da warst. Ja. Schön, dass du da warst. Ciao. Ich wollte zwei Bemerkungen machen, vielleicht an die Frau Höhn im Gehen. Ich glaube, eine Polarisierung zwischen hier sind die bösen Energieunternehmen, die keine Erneuerbaren wollen, und wir sind die guten mit Energie. Ich glaube, das hilft der Diskussion jetzt, nicht. Stopp. Sie hat immer gesagt, mit Zusatz, mit dem alten Geschäftsmodell. Ja. Ich glaube, sie wäre dabei, wenn ihr das neue Geschäftsmodell übernehmt, dann sieht das schon anders aus. Ich wollte deswegen oder? Ergänzen. Habe ich dich richtig verstanden? Das Beispiel war Ehren. Wir haben 8 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert in den letzten 7 Jahren. Also nicht so, dass das für uns ein Nebenthema ist. Eine der drei Wachstumssäulen von E.ON, das ist nämlich das Thema der erneuerbaren Energien, das ist das Thema der dezentralen Energien, um die wir uns kümmern, und das sind Aktivitäten, die wir in Tat dann auch außerhalb von Europa machen. Das wollte ich einfach nur mal erwähnen. Ich wollte aber das Podium sonst nicht nutzen, um Werbung jetzt für das Unternehmen E.ON an der Stelle zu machen. Zweite Bemerkung wollte ich machen, das war gerade schon genannt worden, wenn wir die Erzeugungskosten vergleichen von Sonne und Wind und anderen, dann in der Tat müssen wir aufpassen, Sie hatten eingangs gesagt, dass wir Äpfel mit Äpfel vergleichen. Denn ich meine, wenn man das Beispiel, 8 Cent aus dem Gaskraftwerk und 8 Cent aus Windenergie hat eben für das System unterschiedlichen Wert, weil es eine planbare ist, als das andere und andere Systemkosten hinterlegt. Ich glaube aber, und ich werde das nochmal neu versuchen, das auch noch ein bisschen nach vorne auch in Richtung der Technologie und Innovation zu lenken. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass es am Ende im erneuerbaren Bereich Technologien geben wird, die auch wettbewerbsfähig und Sie hatten es gerade angesprochen, auch wirtschaftlich vertretbar sind. Und wenn ich persönlich meine Pension auf erneuerbaren Energien und Technologien darauf wetten müsste, dann sage ich mal, es sind zwei Dinge in jedem Fall dabei. Das eine ist Photovoltaik und das andere ist die Batterietechnik. Und warum ist das so? Bei Photovoltaik, ich hatte es gesagt, Photovoltaik ist in den letzten 4 Jahren 80% Kosten, unabhängig von den Preisen, die es verkauft. Die Kosten sind um 80% gesunken. Wir sind in Kontakt mit Forschern in verschiedenen Stellen der Welt. Stanford University ist da sehr weit. Die beschäftigen sich mit der nächsten Generation der Photovoltaik. Die basiert nicht mehr auf Silizium, sondern nimmt man organisches Material. Und diese organischen Fotozellen, die druckt man auf Folien, so wie man früher praktisch die Kodak-Filme gedruckt hat. Sie können ja so wesentlich kostengünstig installieren. Und wir kommen damit in Bereiche, Kosten, auch Gesamtinstallationspreise, die werden diese Technologie wettbewerbsfähig machen. Und ich prognostiziere, es wird sogar die Diskussion geben, brauchen wir am Ende noch die Windmühlen am Land stehen, wenn wir zu vergleichbaren niedrigen Kosten am Ende über Photovoltaik das gehen können. Also wir müssen da gucken, dass wir die Technologie am Ende wettbewerbsfähig machen, und ich glaube daran. Und das Zweite, und das ist meine zweite Bemerkung dazu, dazu braucht es auch das ein oder andere Mal noch einen steuernden Impuls. Und da möchte ich das Thema Speicher ansprechen. Wenn Sie heute im Energiebereich in Speicher investieren wollen, finden Sie dafür kein Geschäftsmodell. Und zwar deswegen, weil Speicher in der Vergangenheit Geld verdient damit gehabt haben, dass der Preis über den Tag schwankt und Sie kaufen praktisch ein, wenn es billig ist, und verkaufen, wenn es teuer ist. Diese Preisschwankungen abgenommen, weil mittags, wenn der Preis teuer war, scheint heute die Sonne und die Photovoltaik senkt den Preis. Aber wir brauchen die Speicher am Ende ein Stück weit im System, und deswegen braucht es eine Incentivierung dafür, in Speicher zu investieren, und das sind Stellschrauben, in denen wir vorsichtig drehen müssen. Und dann glaube ich daran, dass das Thema Batterie deutlich billiger werden wird als heute, und zwar deswegen, weil die großen Konzerne dieser Welt, die Apple, Samsungs, in Batterietechnologie investieren, um unsere Smartphones leistungsfähig zu machen. Müsste man nicht erst Vernetzung betreiben, bevor man massiv jetzt in Speicher ausbaut?
Also ich sehe die Speicher auf drei Ebenen. Die werden die Speicher bei uns im Haus im Keller haben, um lokal zu machen, um das lokal zu optimieren. Wir werden einzelne Speicher in Netzen haben, um Netzengpässe zu beseitigen. Und wir werden Speicher brauchen, die langfristig über Tage oder Wochen Strom- und Wind speichern. Und deswegen bauen wir ja gerade hier in der Nähe von Berlin unsere Power-to-Gas-Anlage, wo wir eben langfristig Windenergie in Wasserstoff speichern können. Also das ist die Diskussion, was ist die Zeitachse? Wann brauchen wir was? Als erstes natürlich ist das Netz, der Netzausbau, der günstigste Speicher in die Richtung geht, glaube ich, Ralf. Und dann 2020 brauchen wir auch noch weitere Power-to-Gas, andere Technologien, die zurzeit eben sehr teuer sind. Ich nehme jetzt noch mal ein paar andere dran, zwei, drei Leute. Ich muss auch schon auf die Uhr gucken, ist ja so spannend, aber Sie bekommen jetzt noch mal das Wort und dann machen wir hier eine Abschlussrunde, ja? Da war ein Herr, der eine Brille aufhatte. Nee, weiter hinten eigentlich. Eigentlich weiter hinten. Der hat sich schon lange gemeldet. Ja, also Sie haben die Brille abgesetzt. Ich habe Ihr Herr mit der Brille. Ja, das geht das nicht. Also das. Um Sie zu sehen, brauche ich die Brille nicht. Leider nur zum Lesen. Ja, ja, mein Name ist Marc de Fossé. Ich bin von der BASF. Ich hatte auch Gelegenheit, gestern Abend auf dem Podium zu sitzen zum Thema Innovation. Und mir ist nur wichtig, glaube ich, und deswegen bin ich Herrn Flüchs auch dankbar, dass er etwas Rationalität in diese Debatte gebracht hat, dass wir tatsächlich diese die Debatte so führen, wie sie ist. Nämlich es ist keine rein deutsche Debatte, es ist auch keine europäische Debatte, es ist eine internationale Debatte. Und vielleicht auch an den Vertreter von E.ON gerichtet. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir bei der derzeitigen Diskussion, wenn wir bei der Energiewende um Kosten sprechen, und ich glaube, die Politik muss ehrlich sein, die Energiewende ist nur mit höheren Kosten zu bewältigen, dass wir hier nicht aufpassen, dass wir die Rechnung nicht nur ohne den Wirt, sondern auch ohne den Gast machen. Das trifft natürlich insbesondere nicht nur uns alle, die als Tarifabnehmer natürlich Strom abnehmen, sondern insbesondere natürlich auch die energieintensive Industrie, die auf ein gewisses Preisniveau angewiesen ist, für Strom, aber auch für Gas, das die chemische Industrie natürlich auch als Rohstoff nimmt. In der Vergangenheit hatten wir Konkurrenz, insbesondere aus den arabischen Ländern. SABIC zum Beispiel ist ein großes chemisches Unternehmen, das vom Börsenwert viel mehr wert ist als BASF, was keiner kennt hier kaum in Deutschland, weil sie dort Energiepreise und damit auch Rohstoffpreise haben, die ganz anders geartet sind. Dort mussten wir konkurrieren. Ja. Was sagen Sie zu dem Argument, dass die Preise für Sie im Augenblick so niedrig sind, weil Sie ja befreit sind von der EEG-Umlage und die Börsenpreise deutlich niedriger sind wie noch nie in der Vergangenheit? Wir müssen den Strom selber herstellen in GOD-Anlagen. Wir erzeugen zu 100% selber Strom. Aber dann Strom sind Sie doch Gas. Gar nicht betroffen davon, von der EEG-Umlage. Ja, es gibt ja durchaus auch Überlegungen, dieses auch mit Kosten zu belagern und auch sozusagen, wir sind natürlich auch nicht losgelöst und wir dürfen auch nicht nur den Standort Ludwigshafen sehen, sondern wir haben noch weitere Standorte in Deutschland. Also die Energiefrage ist insbesondere für energieintensive Unternehmen, insbesondere für die Chemie entscheidend. Okay. Und sogar losgelöst von der Wende. Also gestern war zum Beispiel der zuständige Direktor für Energie, Monsieur Abad aus dem französischen Umweltministerium hier in Berlin. Er sagte, wenn wir angesichts auch der Entwicklung in den USA nicht dafür sorgen, dass unsere Industrie in Frankreich, also losgelöst von der Debatte in Deutschland, sozusagen günstigere Energiepreise bekommt, dann ist die tot. Okay, ja? Gut, ist angekommen. Jetzt nehme ich noch Sie für vorne dran mit dem schwarzen Hemd und den Herrn da drüben, diese drei Redebeiträge noch und dann müssen wir wegen der Mittagspause, sonst, ich höre auch die Mägen schon knurren, leider die Diskussion beenden. Ja, mein Name ist Rainer Publot. Ich habe eine Frage. Sie hatten es angesprochen mit der Speichertechnik. Wenn jetzt der Anteil der Erneuerbaren steigen soll, über 40%, dann müssen die Erneuerbaren ja im Grunde genommen mehr Leistung haben, als Deutschland überhaupt braucht. Das heißt, man muss eigentlich viermal so viel produzieren, damit man dann im Winter ein bisschen elektrische Energie hat. Und da ist ja mit Batterietechnik nichts zu holen. Die Frage ist, wie weit soll das mit dem Power-to-Gas gehen? Ich glaube nicht, dass das irgendeine private Firma bezahlen kann, sondern das muss eine Sache der Bundesregierung sein. Ja, okay. Machen wir eine Abschlussrunde alles mit. Sie sind dran. Hier, vorne.
Ja, Sami ist mein Name. Ich möchte wieder auf diese europäische Energiepolitik die Frage stellen. Und zwar wurde gesagt, wir müssen es europaweit betrachten. Ich frage mich, wie soll das funktionieren, wenn eine zweite Volkswirtschaft in Europa, Frankreich, komplett auf Atomstrom setzt und das auch als Lösung für die globale Erderwärmung sieht, weil dadurch man CO2 einspart. Ja. Wie sollen wir europäisch handeln, wenn so viele Meinungsverschiedenheiten vorhanden sind? Ja. Also das habe ich ja schon angekündigt, das würde ich auch als Hauptthema der Abschlussrunde sehen. Wie kommt Deutschland jetzt aus dieser Alleinstellung raus? Wie können wir Europa mitnehmen, zumindest sage ich mal im Schlepptau, also dass es nicht gegeneinander läuft, sondern miteinander läuft. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für alle. So, jetzt als abschließend. Ignacio Gambino, ich komme von der Desertec Foundation, ich bin Mitglied des Vorstandes. Ich möchte das Thema international ansprechen. Und zwar, Deutschland hat Kohle und so wurde hier die Verbrennungstechnologie verfeinert. Auch die ganze Bergbautätigkeit, die Arbeitssicherheit, das sind internationale Standard geworden. Deutschland beschloss eines Tages eine Energiewende und dann sind die ganzen Kosten für die Entwicklung und Verfeinerung dieser Technologien nur, wenn in Deutschland nutzbar waren, hier reingeflossen. Das ist Wind und Photovoltaik. Aber andere Technologien, und so begegnen sich Verbrennungstechnologien, Kohle zum Beispiel in der Atacama-Wüste, mit unreifen Technologien, erneuerbaren Technologien, und das ist natürlich ein unfairer Wettbewerb. Da kommt eine Technologie, die reif ist, in einem reichen Land entwickelt wurde und begegnet Technologien, die noch nicht so weit sind und am Markt natürlich den Kürzeren ziehen. So kann zum Beispiel Photovoltaik oder vor allem die CSP-Technologie ist ein Problem, gerade für Standorte mit einer sehr hohen Sonneneinstrahlung, wie die Atacama-Wüste mit der allerhöchste in der Welt. Und diese Technologie bleibt zurück und kann sich nicht entwickeln. Und da müssen wir Strategien entwickeln, um diese voranzubringen. Es hat ja auch eine politische Dimension. Ja, es hat eine gewaltige politische Dimension. Ländern in Südamerika, die vielleicht noch fossile Energien haben, trotzdem, wenn es darum geht, 6% pro Jahr Energieanstieg zu bewältigen, die gehen auf den Markt und kaufen Kohle. Kohle ist billig im Moment. Oder Gas oder verbrennen das wenige Gas, was sie haben. Also diese Dimension müssen wir auch berücksichtigen. Und Deutschland, irgendjemand sagte mir in Deutschland, was Frau Bärbel, was Frau Höhn sagte, ich bin dankbar, dass die Deutschen, ich sage es auf Spanisch, se mamaron los costos de esta tecnología. Also die haben die Kosten runtergeschluckt. Na, aber es ist an einer anderen Stelle ein gewaltiger Bedarf. Und das muss auch von hier aus, denke ich, gesteuert werden. Die reichen Länder haben ihre Probleme gelöst. Aber die armen Länder mit den Technologien der Reichen kommen nicht immer zurecht. Gut, vielen Dank. Auch noch ein Stichwort für die Abschlussrunde. Also raus mal aus dem deutschen Tunnelblick und jetzt mal den Blick weiten. Was bedeutet das eigentlich für Europa, auch für Europa hinaus? Wie nehmen wir andere Länder mit? Wir sind Vorreiter, aber und die Welt schaut auf uns. Wir sind vielleicht der letzte Hoffnungsschimmer im Augenblick, was Klimaschutz betrifft, weltweit. Da ist ein bisschen übertrieben. Aber wenn wir scheitern, wäre es natürlich ein Drama. Aber Ralf hat das richtig gesagt, wir können auch nicht alleine vor uns hin agieren und die anderen machen was völlig anderes. Also wie kriegen wir eine europäische Bewegung in Richtung Energiewende, eine weltweite Bewegung in Richtung Energiewende. Das vielleicht als Abschluss. Sie gehen noch kurz auf das Speicherthema ein und dann gebe ich Ihnen als erstes das Wort. Vielen Dank. Also zwei ganz kurze Bemerkungen zum einen Thema Speicher. In der Tat, wenn wir einen sehr hohen Anteil an volatilen Erneuerbaren haben, werden wir entweder Speicher brauchen oder wir brauchen eben als Backup fossile Kraftwerke, die dann anspringen, wenn die Lücke da sind. Das ist heute technisch, wenn man nach vorne guckt, machbar, natürlich zu erheblichen Kosten an der Stelle.
Und von daher glaube ich, Speicher wird eine größere Rolle spielen. Wir werden aber, glaube ich, nicht in ein System kommen, wo ich dann komplett den Strombedarf des Winters wegspeichere, so wie ich das ja im Gasbereich fast kann. Da werden wir nicht landen. Zweite Bemerkung ganz kurz zu dem Punkt. Technologien, Sie sprachen an Photovoltaik, Concentrated Solar Power, CSP. Photovoltaik ist ja heute in vielen Entwicklungsländern, die gerade noch keine Infrastruktur haben und Inselanwendungen, hochgradig wettbewerbsfähig gegen Diesel und andere Dinge. Und das Zweite, ich glaube, ich hatte ja gesagt, wir brauchen am Ende eine Technologie, die wirtschaftlich ist und die muss gewinnen. Und da wird auch Photovoltaik im Wettbewerb zu Concentrated Solar Power stehen. Und da habe ich einen ganz klaren Blick drauf. Ich glaube, dass heute ist Photovoltaik günstiger als Concentrated Solar Power und wird es in Zukunft auch sein. Und wenn wir am Ende feststellen, dass eine Technologie dauerhaft wirtschaftlich vorne ist, dann wird sie am Ende auch gewinnen an dem Punkt. Ja, also wir haben uns das angeguckt. Dass, selbst wenn man das einbezieht, gibt es nur sehr wenige Anwendungsfälle, wo das vorne liegt. Aber das können wir vielleicht separat mal diskutieren. Zur Frage dessen, europäisch und deutsch. Wir als E.ON haben in 12 europäischen Ländern Kunden. Und ich bin regelmäßig in Ländern unterwegs und frage, wie sehen denn die Kunden das Thema dort? Und da stelle ich immer mit gewissen Ernüchterung, fast Depression und Erschreckung fest, dass es außer Deutschland, vielleicht noch so ein bisschen so Österreich, Schweiz und Skandinavien, in anderen Ländern, ich sage mal ganz platt, die Kunden, die Bürger fast gar nicht interessiert, was das Thema CO2 angeht. Wenn ich bei unseren Kunden in Rumänien bin, selbst Tschechien, Slowakei und anderen Ländern, die wollen billigen Strom haben. Die interessiert das Thema Umwelt und CO2 nicht. Ich komme da immer etwas depressiv zurück aus den Ländern. Und daraus eine gemeinsame europäische Energiepolitik zu machen, ist herausfordernd. Es wird aber nicht ohne gehen. Frau Höhne hat das ja auch angesprochen. Wenn wir in Zeiten haben, wo wir so viel erneuerbaren Strom transportieren, dass wir ihn in Deutschland nicht verwenden, fließt er physikalisch einfach. Die Elektronen suchen sich den Weg in die Nachbarländer und machen dort die Netze zu. Und das ist auch der Grund, warum jetzt die Polen anfangen dort im Grunde genommen Sperren einzubauen, Stromsperren, damit der Strom aus Erneuerbaren nicht unkontrolliert hinfließt. Deswegen bin ich überzeugt davon, wir müssen als Deutsche zwar eine gewisse Vorreiterrolle übernehmen, aber das Ziel muss immer sein, dass es am Ende erstens wettbewerbsfähig ist, dass wir Technologien haben, die wirtschaftlicher sind als andere und damit dann auch die anderen an Bord bekommen. Und da reicht aus meiner Sicht auch Europa nicht. Ich hatte es gesagt, die Amerikaner nicht nur mit dem Unternehmen BASF und anderen stehen im Wettbewerb. Der niedrige Gaspreis in den USA beeinflusst den Kohlepreis. Wir sind einfach über die Welt verkoppelt. Deswegen meine Botschaft, Vorreiter ja, aber es braucht auch eine Vision, wie wir am Ende dann wieder mit den anderen zusammenstehen. Und diese Vorreiterrolle kann nicht ewig dauern, dann können wir sie nämlich nicht bezahlen. Wunderbar. Herr Kassebohm, vielen Dank. Herr Kassebohm. Ich würde mich da anschließen. Es wird künftig einen Mix geben aus, sagen wir mal, internationalen Zusammenhängen, die Herr Keusen eben gut beschrieben hat, wo wir auch auf internationale Transportnetzbetreiber angewiesen sind, auf internationale Handelsbeziehungen, was den Bezug von Primärenergie, Kohle und Gas angeht. Das werden kleine, mittlere kommunale Unternehmen nie stemmen können. Deswegen ist es nach wie vor gut und sinnvoll, große Konzerne zu haben, die als Vorlieferanten dort auftreten können. Im internationalen Bereich müssen wir gleichwohl sehen, vielleicht das noch weiterführen. Es gibt Zeiten, in denen Deutschland gerne Stromexporteur wäre. Das sind die Grenzkuppelstellen, die da relevant sind. Da sind es nicht nur die physikalischen Voraussetzungen, die ausgebaut werden könnten, die Leitungen, die ausgebaut werden könnten. Es gibt im Grunde genommen nationalbedingt fast Strafzölle, wenn man Strom außerhalb Deutschlands anbieten will, weil das Marktdesign dort die Preise so verteuert, dass es häufig nicht attraktiv ist, Strom zu exportieren aus Deutschland heraus. Das wird wahrscheinlich auch nur auf europäischer Ebene möglich sein. Hinzu kommt, wir müssen uns in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen auch auf Gegenwind einstellen. Nicht überall in Europa und der Welt wird das EEG so toll gesehen. Es gibt hier und da Bestrebungen, das als Subventionsmodell zu sehen. Das ist ein bisschen ganz irre. Wenn das kommt, dann fliegt uns das ganze Marktdesign um die Ohren. Insofern müssen wir also auch für das EEG direkt werben in Europa, dass das kommt. Letzte Bemerkung. Alles hängt auch immer mit dem Thema Finanzierbarkeit zusammen. Frau Höhner hat es angesprochen mit dem Thema KfW. Wir müssen sehen, dass die Finanzmärkte für alle Energieversorger relevant sind, damit wir preisgünstig die neuen Energieanlagen, ob es Netze oder Kraftwerke sind, finanzieren können. Insofern sind wir da natürlich auf ein günstiges Zinsniveau angewiesen, womit wir auch wieder auf einmal europäischen Dimension wären. Vielen Dank. In der Tat, es droht ein nächster Angriff von der Europäischen Union, nämlich die Frage, dass Deutschland den gesamten Strom, der europaweit produziert wird, durch erneuerbare Energien, durch das EEG vergüten muss.
aufnehmen muss, vergüten muss, um es mal ein bisschen umgangssprachlich darzustellen. Das ist das, was darauf hinausläuft. Das wäre natürlich eine Katastrophe und das wäre das Ende der Akzeptanz, glaube ich. Also Stichwort Europa. Wie kriegen wir da auch den Wandel hin, dass Deutschland nicht alleine oder Deutschland und ein paar kleinere Länder, sondern dass wir insgesamt da vorankommen? Uwe. Die Ausgangsprämisse ist ja eigentlich die, dass man sagt, die heutigen Stromsysteme, ob jetzt in Deutschland, in Frankreich, in Rumänien, sind auf Dauer nicht bezahlbar, nicht nachhaltig und nicht akzeptabel. Wenn diese Prämisse falsch ist, haben wir ein Problem. Wenn also Rumänien sagt, das System, was wir heute haben, ist ganz toll, das können wir uns in 100 Jahren auch noch vorstellen, haben wir ein Problem. Wenn Frankreich das sagt, genauso. Ich gehe nicht davon aus, dass die einzelnen Staaten das sagen, sondern dass alle sagen, das heutige System kann auf Dauer so nicht Bestand haben. Wir sagen es vielleicht am lautesten, aber Frankreich sagt es in einer ähnlichen Richtung. Das heißt, es sind alle im Veränderungsprozess und dann geht es im Grunde nur um die Zeitachse und um die Kosten dieser Veränderung. Und bei der Zeitachse ist es in der Tat so, dass wir in Deutschland die Vorreiterrolle übernommen haben. Nicht ganz uneigennützig. Ich glaube nicht, dass wir das nur machen, damit am deutschen Wesen die Welt genesen kann, sondern wir versprechen uns auch industriepolitische Vorteile davon. Ja, aber es ist in der Tat richtig, wir haben Vorleistung gebracht. Und das, was wir hier bisher gemacht haben, hat ja jetzt auch schon Ausstrahlung. Ist ja nicht so, dass wir völlig allein auf weiter Flur wären mit unseren Ansätzen. Ich meine, man braucht nur nach Frankreich gucken. Ne? Die sagen, 75-80% nuklear ist der schiere Wahnsinn. Wir wollen noch 50% runter. Der Rest wird aufgefüllt durch Erneuerbare. Das heißt, die gehen in die Richtung. Spanien war mal in dieser Richtung. Skandinavien ist dabei, selbst Großbritannien. Das heißt, wir haben ja schon Ausstrahlung entwickelt. Die Frage ist nur, halten wir das Tempo durch in Deutschland? Und da wünschen sich die einen jawohl. Ja, je schneller wir hier zum Ziel kommen und zeigen, dass es geht, noch kostengünstig geht, desto schneller kommen auch die anderen nach. Wenn wir es nicht so schnell schaffen, werden die anderen noch langsamer. Ja, aber es ist meiner Ansicht nach, wenn man diese Grundprämisse bejaht, nur ein Zeitachsenproblem. Von Kosten her ist in der Tat richtig, das habe ich nur zu Anfang mal ganz kurz ausgeführt, man muss Äpfel mit Äpfel vergleichen und da ist der korrekte Vergleich ein Systemvergleich. Der ist aber in Deutschland auch vielfach gemacht worden. Ich meine, wir haben nun wirklich als sehr, sehr solide, wissenschaftlich belastbare Grundlage seit Jahren die Leitstudie. Die ist immer verfeinert worden, immer verbessert worden, unheimlich viele mit Daten hinterlegt, 2007 gestartet, 2011 die letzte Auflage. Und die haben jedes Mal eindrücklich demonstriert, dass die Systemkosten des aufzubauenden erneuerbaren Energiensystems deutlich kostengünstiger sind als eine Vorschreibung des heutigen Systems. Und zwar ab 2030 schon haben die eine stark negative Säule der Differenzkosten. Es gibt ähnliche Studien auf der europäischen Ebene und ich glaube auch, letztes hat die Agora was gemacht, vielleicht bis 2030 nur, wo genau dieser Äpfel-mit-Äpfel-Vergleich gemacht wurde, Systemkosten. Das heißt, wir sprechen eigentlich bei der Systemtransformation immer nur über eine Übergangszeit, ja, wo wir mehr Kosten haben, mit dem Ziel, am Ende des Tages ein kostengünstigeres System zu haben. Und das ist deswegen ein wichtiges Argument, wenn uns auf dem Weg der Transformation irgendwann das Klimaschutzargument verloren geht, ich hoffe nicht gänzlich, aber vielleicht nicht mehr so stark da ist wie heute, haben wir immer noch das ganz starke Argument der volkswirtschaftlichen Kostengünstigkeit. Okay, vielen Dank für diesen optimistischen Endausblick. Ich danke allen Referenten ganz herzlich, Uwe Lepprich, Herr Kasselbohm, Herr Dr. Keusen, für Ihre Diskussion. Ich glaube, es war eine spannende Diskussion. Nochmal kurz sitzen bleiben. Frau Porn möchte gerne noch erstens die Mittagspause einläuten, aber auch noch eine Ankündigung machen, die Sie vielleicht auch interessiert. Dann geht es aber gleich in die Mittagspause. Erstmal herzlichen Dank, Michael Hustedt und der Runde. Ja, ich will Sie jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Ich weiß, dass Sie alle Hunger haben. Das Mittagsbuffet ist damit auch eröffnet. Das gibt's unten. Aber vielleicht nutzen Sie die Zeit bis 14 Uhr, weil dann beginnen wir wieder unten mit einem Innovationslab. Es geht am Nachmittag um Mobilität und Sie könnten sich sogar auch in der Mittagspause bewegen. Also gucken Sie vielleicht auch mal vor die Tür. Wir werden am Nachmittag mit drei Projekten sprechen. German E-Cars ist da und hat auch einen Wagen mitgebracht, mit dem man mal fahren kann. Dann geht es um B-Mobility, ein Berlin-Brandenburger Projekt. Und es geht um Minimove. Die allerdings bringen nur einen Prototyp eines neuen Elektrorollers mit. Den werden Sie nachher hier sehen können. Wie gesagt, es lohnt sich auch mal bei dem schönen Wetter kurz vor die Tür zu treten. Ansonsten wünsche ich Ihnen guten Appetit. Und um 14 Uhr bitte wieder auf der Treppe. Zunächst mal die Praxis und anschließend dann die Diskussion. Vielen Dank.